Das, nein! Oh, ich bin tot. Oh! Ja, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. So, Little Nightmares 2. Nun, wir haben den ersten Teil gespielt vor ein paar Tagen. Und ich habe gesagt, wir werden den zweiten Teil auch noch spielen. Und hier sind wir. Denn wir wissen, Little Nightmares 3 kommt bald raus. Wenn ich bald sage, meine ich glaube Anfang nächsten Jahres. Aber es sieht ziemlich gut aus von dem, was ich gesehen habe. Ich habe jetzt keine Trailer-Analyse gemacht, aber es sieht gut aus. Und wir werden es zu 100% natürlich spielen. Und deswegen spielen wir Teil 1 und 2. Und ich bin echt gespannt. Denn ich liebe Little Nightmares. Es ist mein Lieblingshorrorspiel und ich liebe es. Absolut. Es ist so gut einfach. Auch bei Teil 2 werde ich mich nicht an alles erinnern können wahrscheinlich. Aber wir werden sehen, an was ich mich erinnern kann. Ich kann mich auf jeden Fall noch an den Lehrern erinnern und an so einen Fettwanz. Und an so einen Typen mit der Stuhlfinte. Aber ich bin mir sicher, viele Puzzle werde ich vergessen haben. Aber ja. Ich liebe das Spiel. Also ich kann es jedes Jahr einmal spielen oder sogar zweimal, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, lass uns reingehen und vergiss nicht, Daumen nach oben zu lassen, wenn du mehr lange Videos sehen willst. Und abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Das ist richtig. Also, let's go. Ist das schon der Anfang? Ich glaube, ja. An das kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Es ist gut, dass wir es normal spielen, weil dann kommt die Erinnerung zurück, denn die Story von den Nightmares ist wirklich crazy. Kannst auch nicht glauben, dass ich das nochmal spielen werde. Denn der zweite Teil ist halt deutlich länger als der erste Teil. Also, der erste Teil, der habe ich in etwas über einer Stunde durchgespielt. Den zweiten Teil, das wird nicht so einfach sein. Ja, das ist der Anfang. Wir sehen diese Tür und wir wissen nicht, um was es da geht. Und auch diesen TV. Und dieses Mal wachen wir nicht in einem Gebäude auf, sondern in der Freiheit. Das Interessante ist, Little Nightmares 2 spielt vor Little Nightmares 1. Was komplett okay ist. Sogar ziemlich cool. Ich mag das. War ja auch bei Mortal Kombat. Wir haben das ja auch gespielt. Und da war es auch so, dass es quasi in der Vergangenheit gespielt hat. Deswegen Mortal Kombat 1. Und das ist bei Little Nightmares 2 genauso. Die haben quasi, also hier, da, das spielt wie gesagt davor. Und wir spielen nicht mit Six, welcher der Charakter bei den Nightmares 1 ist, sondern wir spielen, hier noch mein Name, Mono. Das sieht ziemlich crazy aus. Okay, ich ignoriere es aber mal. Anscheinend irgendwelche Leichen oder so. Ich meine, da sammeln sich schon Fliegen. Das machen Fliegen eigentlich nur, wenn es eine Leiche ist. Aber ja, ich glaube, mein Name war Mono und den Charakter, den wir bei den Nightmares 1 spielen und den sehen wir wieder, ist Six. Sorry, wenn ich das spoiler, aber ich gehe davon aus, dass viele das schon gesehen haben, wir es gemeinsam nochmal zu zweit spielen. Da ist übrigens der Falle. Und wir werden hier auf diesem Weg auf jeden Fall mehrere Fallen haben. Ich hoffe einfach mal, ich werde jetzt nicht so lange stuck bleiben bei den Puzzlen. Ich habe euch auch gefragt übrigens, bei Instagram. Ich habe euch wortwörtlich gefragt, okay. Wollt ihr Livestream dazu sehen? Weil das waren alle dieser Spiele gewesen, die ich hätte livestreamen können. Oder wollt ihr ein Video dazu sehen? Und am Anfang gab es mehr Livestreams, aber ich habe noch ein bisschen gewartet. Also ihr konntet wirklich drauf tippen, was ihr sehen wollt. Oh Gott, lauf, 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 lauf! Ich glaube, das ist... Oh mein Gott, warte, das war... Einfach nur hinterm Baum, ne? Ja. Okay. Ich glaube, da bin ich auch nicht gestorben. Oder bin ich da vielleicht gestorben am Anfang? Ich weiß es nicht genau. Aber ihr konntet euch aussuchen. Und die meisten haben sich den... Videos ausgesucht. Ich meine, ich weiß nicht, ob sich das ändert, aber am Anfang war es, wie gesagt, Livestream, da habe ich ein bisschen gewartet, dann waren es aber Videos. Ich wäre auch bereit zu Livestreamen, weil mein momentaner Content passt sehr gut zu so Livestreaming und so, finde ich. Oder vielleicht werde ich mein Spiel auf Twitch oder sowas streamen, auch wenn ich wirklich kein Fan von Twitch bin. Aber ich denke mir so, vielleicht würden es einige mögen, wenn ich mein Spiel live auf Twitch spiele und dann auf YouTube hochlade. Macht ja an sich keinen Unterschied, ob ich es live spiele oder nicht. Kann ich aber hochklettern? Okay, nice. Also macht nicht wirklich einen Unterschied für mich, ob ich ein Spiel live spiele oder nicht. Also, ja. Aber wie gesagt, ab und zu mache ich auf Instagram diese Polls oder wie auch immer in der Story. Ich versuche mal Bilder zu posten. Aber. Okay. Kann ich hier einfach schon runter oder gibt es hier schon die Fallen? Ich feiere übrigens. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Falle. Ja, spring. Okay. Oh, warte mal.
Das kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Ich glaube, ich muss die Falle aktivieren, oder? Ja, ich probiere es mal. Weil ich glaube, wir brauchen nämlich das Holz dafür. Oh! Ach so, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ihr könnt sehen, ich kann mich nicht an alles erinnern. Aber, weil das Ding ist, ich dachte, dieses Holz kommt auf mich zu. Mit viel Schwung. Wie so eine, keine Ahnung, mir fällt kein Vergleich ein. Oh, das ist gefährlich. Okay, da könnte es sein, dass ich ein paar Sachen übersehe. Oder da beim, ja, da bei den Blättern. Viele Fallen sind nämlich ziemlich gut versteckt. Ah, okay, ich erinnere mich. Sehr schön, sehr schön. Und... Oh, ich liebe es, es ist befriedigend. Ich mag es, wenn Sachen befriedigend sind. Ich mag sogar ASMR. Ich habe mir überlegt, mal ASMR zu machen und habe das aber doch nicht gemacht. Weil, ich weiß nicht. Aber ich habe mir sogar überlegt, mal ASMR... Ohne Scheiß, das ist kein Witz. Ich weiß, es ist ein Meme oder alles. Aber ich habe es mir überlegt, okay. Okay, wir müssen jetzt diese Dinger nutzen. Weil dieser... Ja. Die Fallen sind leider überall. Digga, chill. Chill dein Life, Digga, chill. Okay. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Ich meine, es gibt viele gute Spiele, aber ein Spiel hat halt immer... Da gehören halt viele Sachen dazu. So... Nicht nur, dass die Story gut sein muss, sondern auch, wie es sich spielt. Und die Atmosphäre ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und die Atmosphäre... Manchmal, ich glaube, würde ich ein Videospiel machen, wäre das auch ein Videospiel, wo niemand redet. Das feiere ich ja richtig, wenn einfach niemand labert. So, du spielst einfach nur und du interpretierst deine eigene... Die wird die Story erklärt, ohne dass jemand redet. Das finde ich ja richtig geil. Und das sieht widerlich aus. Okay. Oh. Die Musik. Bro, was ich zum ersten... Ich kriege sogar jetzt Gänsehaut. Oh. Genau, man kann hier auch Outfits freischalten. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Dieser Hut erinnert mich immer an Russland. Aus irgendeinem Grund. Oh mein Gott, diese Musik ist einfach so geil, ne? Damn. Ich feier so hart. Okay. Und diese ganzen Partikel, diese kleinen Details, einfach unglaublich. Ich glaube, das muss ich mitnehmen. Ich leih mir dich mal aus, liebe... Oh, scheiße. Okay, dann nicht. Oh, Digga. Bro, das ist so gut. Ich kann nicht mehr. So, für jemanden, der das noch nie gespielt hat, denkt er sich, was findet er daran toll. Aber es ist einfach... Weiß nicht. Ich liebe es. Ich liebe es. Und Teil 3 sieht auch sehr gut aus. Wer weiß, wie gut es ist, aber von dem, was ich gesehen habe, sieht es grandios aus. Aber ich hype ja Spiele nie wirklich davor. Sorry, aber ganz ehrlich, wer so einen Eingang macht, ne? Der hat es verdient, dass man Angst vor ihm hat. Wenn jemand mit einer Axt an meiner Tür so reinkommt, dann habe ich auch noch Angst vor ihm. Das ist übrigens Six aus dem ersten Spiel, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, ohne gelben Mantel. Ich glaube, den gelben Mantel bekommen wir noch. Tja, das Vertrauen ist halt noch nicht da. Ist halt einfach so, ne? Wir müssen uns unser Vertrauen verdienen. Und hier, kann ich Musik machen eigentlich? Oh, mit Gewalt werfen. Ja, wir können auch sliden. Okay, wir folgen ihm jetzt. Ich hab gesehen, wo du hinrennst. Wir können Freunde sein, überleg's dir. Ich bin ein cooler Typ. Frag, schau in die Kommentare. Sagt dir aber jeder, ich bin ein cooler Typ. Leute, wir müssen ihn überzeugen, dass ich wirklich cool bin. Oh, scheiße, ich höre Geräusche. Oh mein Gott. Das ist crazy. Weil, das sind keine Menschen, oder? Das sind Puppen, oder?
Einfach crazy, Leute. Vielleicht will der Typ, der hier wohnt, eine Familie oder sowas haben. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich sehe so cool aus. Ich sehe aus, als würde ich Wodka trinken. Ist okay, ich weiß, du vertraust mir nicht, aber ich mag deinen Haarstyle. Außerdem siehst du auch so aus, als würdest du eine Menge Wodka vertragen können. Spaß. Ich mache mal Witz über Alkohol, aber... Das letzte Mal, als ich Alkohol getrunken habe, wirklich vor mehreren Jahren. Also, das ist wirklich lange her. Aber ich weiß immer noch, wie es schmeckt. Und zwar gar nicht. Okay. Schubs, schubs. Ohne Scheiß, ne? Das erinnert mich irgendwie an so Insekten. Ihr fragt euch wahrscheinlich, hä, wie komme ich auf Insekten? Aber wären, ich meine, weil ich merke, wie stark die sind, wären Insekten als Beispiel in unserer Größe, wären wir sowas von am Arsch. Das, was manche Insekten machen können, ne, ist... Kannst du mir helfen? Danke. Cool von dir. Ich respektiere dich. Aber das, was manche Insekten machen können, ist wirklich... Oh, du willst nicht, dass ich so groß bin wie du. Glaub mir. Ich glaube, hier gab es auch ein Easter Egg oder so. Okay, das ist widerlich. Gab es hier nicht irgendwie... irgendwas? Hier gab es auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht mehr was und wohin ich rennen muss. Vielleicht war das der Spiegel oder so? Oder nee. Okay, vielleicht war es nicht hier. Ich weiß nicht genau. Aber danke. Ja, deswegen, ich habe das Gefühl, deswegen darf man so kleine Wesen nie unterschätzen. Aber ich habe das Gefühl, Insekten, wenn die wollen würden, ne, könnten die Menschheit in... Hallo, kannst du drehen? Danke. Die würden die Menschheit in einem Tag töten können. Wenn die alle zusammenarbeiten können mit der Intelligenz von uns. Die haben nicht die Intelligenz, deswegen wahrscheinlich, aber... Ich sag nur. Okay, let's go. Ich glaube, ja, mir fallen die Namen jetzt gleich wieder an. Mono und Six, glaube ich, war das. Ziemlich geilen Namen, weil ich habe ja auch meine Katzen Mia und Ivy benannt. Mia, weil das war wirklich nur, was mir gefallen hat. Ivy ist von Pokémon, bei Evoli ist auf Englisch Ivy. Und ja, das war der Grund eigentlich, ne? Und deswegen Mono und Six sind auch so kurze Namen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal ein weiteres Tier hole, nenne ich Mono oder Six. Aber wahrscheinlich dann Six. Ja, Six. Six klingt cool. War da irgendwas mit dem... Weil das Ding ist... Nein. Na, Digga. Okay, ja, ich weiß nicht, was mit dem Abstürzen ist. Pisst mich ein bisschen an. Vielleicht installiere ich das auf der falschen Festplatte oder so. Aber in letzter Zeit stürzen... Ich habe ja einen Super-PC, wie ihr wisst. Ein Monster-PC. Der alles für die nächsten 10 Jahre spielen kann wahrscheinlich. Allerdings, habe ich ein paar Probleme mit Abstürzungen. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt, leider. Können wir noch... Ach so, hier lang? Oder... Hä? Nein. Das habe ich leider auch vergessen. Kann ich aber... Ach so, cool. Siehst du das? Ja. Let's go. Aber ja, ich habe ein Problem mit Abstürzen, leider. Vielleicht muss ich es auf einer bestimmten... Ich weiß jetzt... Ich glaube, ich muss es auf einer anderen Festplatte installieren. Also, ja. Oh je, yeah. Das ist unser erster Gegner in dem Spiel. Ich finde den Gegner okay. Ich halte jetzt nicht so von viel von Gegnern, die so... Ich finde den halt nicht besonders. Ich finde das eher ein Idiot, irgendwie. Er benutzt ja auch eine Strohflinte. Was ich auch irgendwie lame finde. Oh, scheiße. Oh, okay. Ja, ihr seht, er ist wirklich ein Idiot. Also ist kein besonders krasser Gegner oder so. Okay, let's go. Ja, hier muss man einfach immer versteckt bleiben und dann sollten wir gut sein. Okay. Ist halt wirklich ein Idiot, dass er nicht weiß, dass wir hier sind, ne? Ist halt einfach dumm für mich, so. Und hässlich ist er auch noch, weil er muss ja sein Gesicht verstecken. Deswegen weiß ich, dass er hässlich ist.
Aber hat ein gutes Licht. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Er ist ein guter Erster. Aber dieses Spiel hat deutlich bessere Gegner zu bieten. Genau, geh ruhig weiter, du Lappen. Oh, scheiße. Aber es könnte sein, dass wir trotzdem erwischt werden von ihm, weil einfach ist er auch nicht 100%. Also man muss ihn schon verstehen. Okay, aber jetzt müssen wir vorsichtig bleiben. Ich glaube, wenn er hier... Ich glaube, man darf sich einfach nicht bewegen. Genau. Schau ruhig woanders hin. Oh je. So sieht aber halt einfach geil aus, ne? Das ist auch das Coole bei ASMR-Content. Dass, man nicht wirklich reden muss. Das liebe ich. Absolut. Das erinnert mich an diesen einen TikToker, den größten TikToker. Wie heißt der nochmal? KB Lame oder so? Irgendwie sowas in der Art. Ihr wisst, wen ich meine. Er redet auch nicht und das feiere ich richtig, weil... Okay, wir haben es geschafft. Einfach so, wo man nicht reden muss. Damit kannst du nämlich alles erreichen, weil... Das habt auch zum Beispiel Tom und Jerry als Beispiel. Die reden auch nicht. Und ich liebe das einfach. Also, ich feiere es einfach. Weil du kannst so viel mehr erzählen und jeden erreichen und jeden... Weil Sprache ist ja nur etwas Ausgedachtes. Aber reden mit Händen und sowas halt... Halt einfach Sachen zu erklären, ohne es in Worte zu fassen, ist ziemlich cool. Oh, das ist ein spannender... Oh, ohne Scheiß, ich wollte ihn tatsächlich fallen lassen. Ich wollte gucken, ob es funktioniert. Und jetzt kommt der erste Vertrauenstest. Hallo? Achso. Achso, stimmt, wir können das ja. Das ist witzig. Okay, ich meine... Ja, okay, ist das Reden... Nicht wirklich, Leute. Das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das sind Geräusche. So, ich glaube, hey, hat schon immer existiert, so was ich meine. Das ist ein Hut, glaube ich. Ich meine, wenn ich Loot sehe, ich habe ja keine Eile gerade. Es geht mir jetzt nicht darum, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Aber ich werde trotzdem schneller durchspielen. Aber es geht, also, ich werde schnell durchspielen, aber es geht mir nicht darum, das Hardcore schneller wie durchzuspielen. Aber ich werde rennen, wenn ich rennen kann, okay? Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Stein umdrehen. Das würde ich damit sagen. Okay. Ich glaube, ein paar Hüte bekommt man auch nur, wenn man... Wenn man die Vorversion gekauft hat. Oh. Jetzt wird's... Interesting. Oh. Okay. Ja, du bist einfach schlecht in dem, was du tust. Oh mein Gott. Da seht ihr halt, diese Zusammenarbeiten ist einfach so geil. Aber wer sich an das eine erinnern kann, weiß, was passieren wird. Nichts Gutes auf jeden Fall. Okay. Fall, 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 fall. Okay. Wir wissen alle, er ist ein Idiot, der wird eh nicht checken. Aber ein größeres Gehirn heißt nicht unbedingt mehr Intelligenz, so ist es einfach. Ich bin mir sicher, es gibt einige Tiere, die ein größeres Gehirn haben als wir. Aber viel weniger Intelligenz. Okay, warte, können wir... Ah, wir können uns hier auch ducken, stimmt. Okay, das ist irgendwie ein bisschen widerlich, aber... Theoretisch gibt es hier auch sowas wie... Matschbaden, kennt ihr das? Ich glaube nämlich, das ist ziemlich gut, wenn man sich dann... sehr gut erden kann. Ich würde das jetzt nicht machen, bin ich ganz ehrlich, Leute. Aber... Okay. Oh, scheiße, vorsichtig. Okay, jetzt. Wir haben gutes Timing gerade. Aber jetzt wird es intensiv. Okay, sind wir stark genug, um das alleine zu machen, oder...
Genau, hilf mal. Six. Man weiß halt nicht, dass es Six ist, weil... Was tust du da? Bist du dämlich oder was bist du? Ich glaube, er ist dämlich, Leute. Okay. Jetzt weißt du, was passiert, wenn du einen guten Körper siehst, aber dir das Gesicht nicht gefällt. Einfach machst du das, was er gemacht hat. Einfach Tüte über den Kopf und gut ist. Spaß! Spaß, Spaß. Ich mach nur Scherze, Leute. Nur ein bisschen Spaß. Versteht ihr das denn nicht? Sieht er mich hier, oder? Oh, Scheiße. Boing! Slide! Okay, lauf, lauf, lauf. Das ist das, der Nachteil an Strohfinden. Dass, die manchmal verdammt nochmal wegzacken. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf. Und. Das feiere ich auch. Weil. Jetzt haben wir den ersten Gegner getötet. Also vielleicht. Weil manchmal töten wir sie ja nicht, manchmal entkommen wir ja nur. Und vielleicht sehen wir bei Little Nightmares 3 ja manche Gegner, die wir nicht getötet haben. Und da haben die, das Spiel gibt es nämlich auch in First Person, also in der ersten Perspektive, also in First Person, kennt ihr, ne? Wo man das Spiel aus den Augen des Charakters sieht. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gespielt in dieser Perspektive. Ist ziemlich geil auf jeden Fall. Jetzt, vielleicht hätte ich mich vorher erinnert, hätte ich vielleicht... Das, auch so gespielt. Also ich hätte die Mod installiert vielleicht. Achso, ich helfe dir. Aber ich finde es okay, wenn wir das jetzt einfach mal so spielen. Aber das sieht auch ziemlich geil aus, das Spiel in First Person. Okay. Aber die haben auf jeden Fall diese Mod installiert und auch so Tricks verwendet, aber man kann nicht sehen, ob er tot ist. Es gibt keine wirklichen Beweise, ob er tot ist. Ich meine, wir haben ihn mit der Schrotflinte oder mit dem Jagdgewehr getroffen. Aber es gibt halt keine wirklichen Beweise. Und das ist quasi das Ding. Irgendwie sieht das chillig aus. Wir müssen enormstes Vertrauen haben, kann das sein? Einfach an der Tür zu nehmen, sich draufzusetzen und einfach irgendwo treiben zu lassen? Aber ich glaube... Six wurde sowieso gefangen genommen die ganze Zeit. Und ich meine, er war ja in diesem Raum und er wurde ja nicht sofort getötet, aber er hatte seine Musikbox dabei. Die ihn anscheinend immer beruhigt oder so, ich weiß es nicht genau. Überall diese TVs. Die TVs spielen ja eine wichtige Rolle. Aber es, man merkt auf jeden Fall, das ist eine abgefrickte Gegend, Leute. Das sage ich euch. Hier willst du auf jeden Fall nicht wohnen. Damn. Bro, das, wenn man das allererste Mal spielt, ne? Ich erinnere mich einfach, es ist crazy. Einfach, du weißt nicht, wohin es geht. Und... Auf einmal... Du siehst das alles zum ersten Mal. Zum Beispiel das. Das ist crazy. Aber auch, das Ding ist halt auch, deswegen versuche ich halt auch oft, so Trailer zu vermeiden eigentlich. Bei Videospiel-Trailern vermeide ich sie nicht immer. Da habe ich mehr Vertrauen darin. Aber letztens habe ich so einen Film im Kino gesehen, der hieß Mac. Und da habe ich dann auch so, im Trailer wurde gezeigt, wie eine Person stirbt, die eine wichtigere Rolle spielt. Und als es dann passiert ist, war ich null geschockt, weil ich habe so einen Trailer gesehen. Und ich war so enttäuscht einfach. Ich meine, es war eine gute Stelle für den Trailer. Also, der Film war jetzt nicht schlecht deswegen oder so. Aber ich denke mir so, hätte nicht sein müssen. Genau, da hinten haben wir, ich glaube, das ist ein Schatten. Ich, ja, oder? Oh. Okay. Ich glaube, da hinten gab es irgendwie sowas, wo man auch Hüte, noch mehr Hüte sammeln kann oder so.
Wie gesagt, die Hüte sind überall, die muss man ein bisschen näher suchen. Könnte auch da irgendwie hinten sein oder so. Ich glaube, da kann man jetzt nicht wirklich hin, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich feiere den Hut jetzt nicht allzu sehr. Ich glaube, das gefällt mir am meisten. Ja, das finde ich ganz cool. Es gibt ja manche Menschen, die bestimmen ihren Wert durch wie viel saufen kannst du. Ich glaube, das ist in Russland ganz populär, sowas. Und deswegen, wenn du Russe bist und du zuschaust, dann siehst du den Hut? Wenn ja, dann weißt du Bescheid, wie viel ich saufen kann. Oder wenn du so einen Hut siehst, denkst du, man kann auch mit dem Bär catchen, weil das machen die da ja auch. Also, genau, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich wirklich überall hier umgeschaut. Weil das erste Mal, du hast so viel zu sehen und vielleicht ist, oh. Oh, da sehen wir schon den nächsten Gegner. Da sehen wir schon den nächsten Gegner. Manche Gegner sind einfach zu gruselig, um sie zu töten, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, hier müssen wir Teamwork machen, oder? Kann das sein? Ja, okay, nice. Oh, ey, du könntest jetzt sagen, das war mein Fehler, aber ich gebe dir die Schuld. Du hast Schuld, ich habe recht. Ich bin besser als du, Six. Spaß. Okay, ah, ich glaube, den Fernseher runtertreten. Ja, ich erinnere mich, ich hatte einen Puzzle in dem Spiel. Oh, das wird ganz, ganz kompliziert sein. Da bin ich immer stuck gewesen. Weil es wirklich kompliziert ist. Das ist so ein Puzzle mit so einem Fahrstuhl. Den werdet ihr dann sehen, wenn es dazu kommt. Und das werden wir dann sehen. Digga, wie bist du nicht tot? Keine Ahnung. Aber ich dachte mir auch so, dieses Spiel könntest du eigentlich easy im Koop machen, oder? Ich meine, okay. Oh mein Gott. Okay. Hey, die Spawns sind ganz gut eigentlich. Muss ich keinen Cut setzen. Aber theoretisch. Ja, Digga. Willst du mich verarschen oder was ist hier los? Was willst du von mir, Digga? Ich bin bereit, deine Hand zu nehmen, aber ist das vielleicht mehr Anschwung? Okay, einmal probiere ich noch. Oh, ich laufe nicht, glaube ich. Scheiße, ich laufe nicht. Oder? Bro, ist die Steuerung wie anders? Warte mal. Nee, ich laufe schon. Spring! Okay, ich habe die Schnauze voll. Auf einmal geht's. Vielleicht hätte ich glaube, ich hätte vorher reden müssen. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall. Hätte man das Spiel auch Koop machen können, meiner Meinung nach. Ach, von da kam er, ne? Gibt's da nicht irgendwas zu finden? Ja. Das sind so. Das sind so andere Geister, beziehungsweise die waren hier schon mal, diese Personen. Schade, damit war nicht einzusammeln. Aber ja, dieses Spiel hätte Koop sein können, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es so gut wäre, wenn es Koop wäre. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, es geht los. Das spielt tatsächlich so eine wichtige Rolle. Wie gesagt, das Spiel ist deutlich länger als der erste Teil. Also, ich glaube, hier gibt's. Gibt's hier mehr Gegner? Ich glaube, allgemein ist es einfach länger. Genau. Ja, genau so war das. Jetzt müssen wir das dreimal machen. Und durch das Spiel werden wir uns immer mehr dieser Tür nähern. Und dann werden wir irgendwann erfahren, was sich hinter dieser Tür befindet. Denn. Aber das Ding ist, wir kommen halt nicht dahin. Ja, das ist das Problem. Jetzt müssen wir den nächsten TV suchen. Also ja, ich weiß nicht, ob wenn man das zu zweit spielen kann, ob es besser wäre. Vielleicht wäre es gut, wenn es eine Option gäbe, das zu tun. Vielleicht, ich glaube, bei Little Nightmares 3 habe ich gehört, dass es Koop sein soll. Oder Koop sein kann. Ich finde es nicht gut, wenn Spiele Koop sein müssen. Außer bei manchen Spielen, da ist es okay, die wirklich nur dafür gemacht sind. Aber Little Nightmares sollte man immer alleine spielen können. Die Koop-Funktion sollte eher
nebenbei sein. Und hier sind wir auch schon, Leute. Die Schule. Ist das ein Hut? Kann ich da... Hey, komm mal her. Hey, hey. Okay, wird das ein Treffer? Schade. Ist das ein Hut oder nicht? Können wir Fußball spielen hier eigentlich, oder wie sieht's aus? Hey, let's go. 1-0 für... Oh. 1-0 für... Italien. Okay, Spaß. Bin eigentlich immer für Deutschland, wenn ich Weltmeisterschaft schaue. Ich kenne keinen einzigen Italiener, obwohl ich kenne auch keinen. Ich kenne allgemein keine Fußballspieler. Außer ein paar. Ich glaube, 3 Fußballspieler kenne ich. Ja, 3 kenne ich. Nee, ich kenne bestimmt 5 oder 6. Ja. Okay, wie war das nochmal hier? Das war auch so ein Puzzle, da war ich länger verwirrt. Aber das war eigentlich ganz simpel, glaube ich. Ja, hier war ich lange stuck, lange, lange stuck. Das ist, glaube ich, so was Simples. Und ja, hier haben wir halt so... Das ist, glaube ich, für die Schüler. Und ich dachte, in diesem Raum ist was Wichtiges. Aber... du könntest dich nicht mehr täuschen. Ich glaube, es war so, oder? Lass mal sehen. Bopp. Ihr glaubt gar nicht, wie dumm ich mich also gefühlt habe, als ich da... Oh. Genau. Als ich da nicht weiterkam und dann herausgefunden habe, wie es geht. Hey, Digga, hilf mal. Komm. Hopp. Oh. Ey. Ja, eigentlich macht das schon Spaß dann zusammen, ne? Aber ich bin halt so ein Einzelspieler. Ich spiele halt gerne das Spiel alleine. Und mache auch allgemein viele Sachen gerne alleine. Und deswegen finde ich es gut, dass das Spiel alleine ist. Die Entwickler verstehen mich und ich verstehe sie. Obwohl wir ja ziemlich viel Teamwork haben. Manchmal, hey, manchmal sind Sachen einfach mit Teamwork hundertprozentig. Ich stimme zu. Oh mein Gott, es geht los, Leute. Oh. Ich sag euch, das ist gruselig. Könnte einer der... Ja, vielleicht sogar der gruseligste Charakter im Spiel. Okay, das sind Fallen. Wundert euch nicht, wenn ich trotzdem, dass ich das weiß, trotzdem eine... Oh. Trotzdem eine Falle aus Versehen auslöse. Oder hier ein paar Mal sterbe. Weil... Manche... Oh, da ist etwas. Manche Fallen sind nicht so einfach zu sehen. Okay. Zum Beispiel sowas. Daran konnte ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Also ja, es kann schon sein, dass ich ein paar Mal sterben werde. Aber da oben seht ihr es, sonst wäre der Eimer auf uns geflogen. Kann man das schubsen und dann irgendwie zurückgehen oder so? Hm. Ja, aber das... Also... Hä? Ich muss noch ein Easter Egg. Hier ist nichts. Aber ich glaube, da ist noch eine Falle, oder? Ja, ich sehe den Boden dort. Kann die Kamera mal so ein bisschen... Spring rüber. Oh je. Komm her, komm her. Das ist ein Affe. Willst du einen Affen? Okay, der Affe aktiviert die. Was passiert, wenn ich es aktiviere? Ich will mal sehen. Okay, das ist nötig also. Ich weiß nicht, ob die Fallen für die Lehrer gemacht worden sind. Obwohl, könnte sein, ne? Okay. Ja, manche Fallen muss man aktivieren. Das ist das Ding. Ah, ja, okay. Die kann man aber auch nicht sehen, weil die ja nach unten geht. Also, da muss man mich verstehen. Bitte versteh mich. Jemand. Okay. Aber die Schüler sind hier sowieso schon sehr merkwürdig. Ich glaube, die bestehen irgendwie aus Porzellan oder so. Okay, ich glaube, das ist Teil des Spiels. Der ist so gruselig, ne, diese Schüler. Okay, kann ich mich bitte befreien? Danke.
Ich glaube, ich sollte lieber den Hammer in die Hand nehmen. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Ist hier eine Falle? So. Nerviges Kind. Das war auf jeden Fall etwas. Ja. Aufpassen. Wenn er einmal zurückkommt, kann er einen auch erwischen. Okay, hier kann ich sowieso den Hammer jetzt nicht mitnehmen, also brauchen wir den auch nicht. Sorry übrigens, wenn ich ein paar Sachen übersehe, irgendwelche Geheimnisse oder so, aber... Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht die Party auf jeden Fall ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pff, Digga. Okay, Digga, kannst du dich mal umdrehen? Danke. Danke, Frau Lehrerin. Sie sind echt cool. Oh mein Gott. Ich glaube, ich warte lieber hier. Ich werde jetzt mal ein bisschen geduldig bleiben, würde ich sagen, oder? So ein bisschen Geduld gehört dazu. Ja, nee, man hat auf jeden Fall, stimmt, man hat auf jeden Fall mehr Endbosse. Mir fällt dir gerade der letzte Endboss ein, der gruseligste ist von allen wahrscheinlich. Also sieht sie mich, wenn ich hier lang gehe, oder? Nö. Aber ich erinnere mich daran. Da bin ich nämlich gestorben. Das meine ich. Der erste zum Beispiel, der hatte keine richtige Fähigkeit. Der war halt so richtig lame. Und dieser Boss, der hat halt seine eigene... Der ist richtig kreativ, was ich meine. Finde ich irgendwie halt auch geil. Wie hört ihr das nicht? Sie ist auf jeden Fall einer der strengeren Lehrer, glaube ich. Okay. Legt sie ihn auf den Tisch oder was tut sie jetzt? Ich gehe mal hier lang lieber. Das Coole ist, wir müssen den Schlüssel nicht wirklich in der Hand halten, sondern der ist halt in unserem Po-Loch. Du denkst dir jetzt, ungünstiger Ort, aber besser als in der Hand. Digga. Sie ist ziemlich groß. Ziemlich, wenn ich... Nein. Nein, 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 ich bin tot. Okay, alles gut. Bye, bye. Wow. Sie hat echt kein Problem damit, mich einfach so zu essen. Ich frage mich allerdings, ob der nächste Teil auch noch länger sein wird. Erstmal habe ich eine Idee. Oh, okay. Und jetzt müssen wir das nehmen. Wenn wir es andersrum machen, ist es nämlich schlecht. Okay, let's go. Muss man ihn überhaupt töten? Ich glaube, man muss ihn nicht mal töten. Obwohl, könnte es sein, dass man ihn töten muss. Ich weiß nicht genau. Okay. Und hier sehen wir die Hüte. Oh, warte mal. Kennt ihr diese Dinger noch vom ersten Teil? Wie war das denn nochmal? Ich glaube, für diejenigen, die sich schlecht benehmen, die werden zu diesen Dingern mit diesen Hüten. Die werden verwandelt. Oh mein Gott. Genau hier haben wir auch versucht, mit Kameras und so hier nach unten zu gucken. Aber ich glaube, da war auch nichts. Mit so freien Kameras, mit denen man überall rumfliegen kann. Weil man will halt alle Geheimnisse herausfinden. Ist sie noch da, oder? Okay. Schlägt sie da jemand gerade, oder?
Okay. Oh, scheiße. Ah, nice. Nice, nice. Digga. Also, dazu habe ich jetzt wirklich einfach gar keinen Kommentar. Oh, nee. Langsam, aber sicher. Oh, scheiße. Oh. Okay, immerhin. Okay, das ist eigentlich cool. Eigentlich würde ich das sogar sehen. Ja. Eigentlich finde ich das ganz okay. Das ist ja was zu gut gemacht, Leute. Ach so, da wo die Bücher sind. Jetzt macht's Sinn. Okay. Meine Schuld, es tut mir leid. Ich mache halt eben Fehler. Also, ich bin eigentlich perfekt, aber... Weiß nicht, manchmal mache ich halt Fehler. Zum Beispiel in... Keine Ahnung, in Videospielen. Ist halt so, Leute. Das war laut. Ich will sie sehen. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht sage ich lieber nein dazu. Ich habe genug gesehen für heute. Okay. Ah, es geht natürlich weiter. Ja, also... Man könnte wirklich sagen, dass Little Nightmares 2 einfach wegen dem Content besser ist, theoretisch. Ist es besser als 1? Ich find's gruseliger auf jeden Fall. Nase juckt. Ich find's gruseliger und irgendwie auch... Weiß nicht, vielleicht ein bisschen besser? Ich würde sagen, spontan ist es sogar ein bisschen besser. Puh! Hui! Ist da jemand sauer? Ist da jemand sauer? Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ziemlich gut im Provozieren. Kann ich jetzt schon rüberspringen oder? Okay, das mag ich gar nicht, diese Stelle. Diese Stelle mag ich gar nicht. Die ist. Nein, nein, nein. Oh. Digga. Ja, also, ich glaube, Little Nightmares 2 ist besser als 1 sogar. Ja, also, sorry, aber diese Stellen gab es auch nicht bei Little Nightmares 1. Ich meine, das mit dem Koch ist richtig geil. Aber ich feiere die ja mehr wegen dem Aussehen und so, weil die so unnormal... gruselig aussehen. Aber das ist ja Next Level, oder nicht? Also habt ihr es gesehen? Auch die Soundeffekte, so zum Beispiel bei Last of Us, was wir auch noch spielen werden, keine Sorge. Da ist zum Beispiel so die Klicker als Beispiel. Die haben ja diese Klickgeräusche. Und Geräusche, finde ich, machen es voll aus. Also ich finde das voll wichtig. Oh, diese... Okay, ja. Das war einer dieser Stellen mit diesen dummen Puzzeln. Schlüssel, ja, genau. Ich glaube, links war noch was. Und die Uhr. Da dachte ich... Hier war ich so lange stuck schon wieder. Das war auch einer der Gründe, wieso... Oh, da ist ein Strick. Das war einer der Gründe, wieso es so lange gedauert hat, für mich das Spiel durchzuspielen. Ich glaube... Habt ihr es gehört? Okay. Ist langsam, als hätte jemand die Tür aufgemacht. Die Bilder. Ja, hier gibt es auf jeden Fall so viele Geheimnisse und alles, ne? Du kannst... Also... Man sieht sowieso alles, aber ich renn halt ein bisschen schneller dran vorbei. Okay, ja. Hier war ich sehr lange stuck, aber... kann ich mich dran noch erinnern? Das war irgendwie... Oh mein Gott, da sind wir noch mehr Bilder. Waren das vorher Menschen oder... Ich glaube, die Porzellankinder waren so wie wir davor, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Okay, let's go. Ja, das ist ziemlich crazy. Da wurde ein Kind verwandelt zum Beispiel, wie ihr sehen könnt. Und die spielen hier halt Schach. Kann man das sehen, glaube ich? Genau, also. Wie das war. Okay, kann ich mich noch daran erinnern. Also, okay, ich sollte in der Lage sein. Ja, sollte klappen. Ich glaube, ich kann mich sogar ziemlich gut erinnern. Ja, genau. Und zwar, wir packen das mal hier hin.
Und jetzt, daran habe ich nicht gedacht beim ersten Mal spielen, dass ich das von hier nehmen kann. Okay. Und dann, rechts war ich glaube auch irgendwas. Ich glaube, da war, okay, das kommt später, glaube ich. Aber das hier kommt gar nicht hin. Ich glaube, das benutzt man nur, um hier hochzukommen. Der König war in der Mitte, richtig? Ich glaube, wenn der König in der Mitte war. Ich glaube, die Dame war hier. Obwohl, lass mal sehen. König in der Mitte. Nee, Dame ist da. Okay, nee, das war falsch. Obwohl. Ah, nee, der König ist der Junge. Okay. Das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen nur noch einen weiteren, oder? Okay, lass mich mal hier kurz hochklettern. Ich glaube, hier kommt man aber nur hin, wenn... Oh! Ah, das geht noch nicht. Okay, das geht dann erst später. Die Dame... Was war nochmal die Dame? Ist das die Dame, das... Ah, nee, doch, das ist richtig. Ich glaube, das muss richtig sein. Ich glaube eher... Ich mag ja Schach, ne? Aber... Mal gucken, ob das... Wow, es hat funktioniert. Okay, das sind die Vorteile, wenn man schon mal gespielt hat. Vor allem an so Gebieten, wo du halt länger stuck bist. Da ist das halt sehr hilfreich, wenn, ne? Wenn du... Ich merke mir das einfach, das ist das Ding. Ich merke mir das einfach. Wenn ich einmal irgendwo wirklich gar nicht weitergekommen bin für eine sehr lange Zeit. Ist ein bisschen so mein... Mein Kopf merkt sich zum Beispiel sehr schlecht Geburtstage. Ich kenne wirklich nur die Geburtstage von ganz, ganz, ganz wenigen Personen. Ganz, ganz wenigen Personen. Deswegen war Facebook eigentlich immer ganz gut, weil dazu war Facebook wirklich gut. So, dass du die Geburtstage nicht vergisst. Weil da erfährst du sofort, wenn jemand Geburtstag hat. Aber... Ja, ich glaube, kann man auch nach links? Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Aber ja, Geburtstage, ich kann die selbst nicht merken. Aber Passwörter. Bro, ich merke mir Passwörter immer. Immer. Mein Gehirn hält das für so wichtig. Zum Beispiel, als ich mal gehackt wurde, musste ich alle meine Passwörter ändern. Ich wurde nicht gehackt, weil meine Passwörter schlecht waren. Ich wurde gehackt, weil ich etwas runtergeladen habe. Okay. Manchmal verfehle ich übrigens damit. Ich hoffe, das passiert nicht heute auch, aber könnte passieren. Ist manchmal nicht so einfach. Okay, ich nehme mal deinen Kopf auf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es ist Porzellan. Es muss Porzellan sein. Okay. Und jetzt können wir mal sehen, was hier passiert in dieser Schule. Ist halt ziemlich crazy, ne? Oh mein Gott, Shell. Die schüttelt Ketchup, der andere... Haben die ADHS? Könnte schon sein, dass sie ein bisschen, so ein Tückchen ADHS haben, so ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, Leute. Aufpassen. Ja. Okay, jetzt. Hallo? Hallo? Achso. Oh mein Gott. Ja, so ein bisschen ADHS, oder? Oder was sagt ihr, Leute? Okay, das ist gar nicht gruselig, zum Glück. So war meine Schule auch so ein bisschen. Ja, eigentlich genauso, wenn ich drüber nachdenke. Gibt es diese komischen Erwachsenen, die immer sagen, Schulzeit war besser? Digga, willst du mich verarschen, oder was? Schulzeit ist grausam. Grausam. Also jetzt ohne Scheiß, Schulzeit oder du kannst jeden Job haben, den du willst. Such dir was aus. Oder Schule. Ist das halt echt so geil. Aber gut. Anscheinend mögen Leute sowas mehr als Arbeit. Ist in Ordnung. Jetzt habe ich übrigens doch nochmal auf Instagram geguckt, Leute. Und jetzt hat doch die Mehrheit, obwohl ich kann ja mal... Nebenbei gucken nochmal. Weil mich hat das wirklich interessiert, was die Leute
mehr wollen, sozusagen. Und jetzt, ja gut, jetzt ist eine Person mehr für Livestream gewählt. Also 20 zu 19. 20 Livestream und... War das so richtig, oder? Ah ja, ich glaube ja. 20 haben Livestream gewählt und 19 haben... Oh, Video gewählt. Aber das ist mir nicht genug, so. Es muss schon mindestens 70-30 sein oder so. Wenn 50-50 ist, dann bleibt die Entscheidung immer noch bei mir. Ja, das Gehirn war echt eklig. Oh, scheiße. Okay, wie funktioniert das hier nochmal? Ja, auch immer diese Frosch-Experimente. Diese dämlichen scheiß Frosch-Experimente, die habe ich nie verstanden. So, was interessiert mich, was in einem scheiß Frosch ist? So, lass den Frosch einfach leben, Digga. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, manchmal verstehe ich das ein bisschen an der Wissenschaft, obwohl da wurde ja auch gesagt, mach keine Experimente mit Ratten und so, weil die haben, oder Mäusen. Manchmal verstehe ich das so ein bisschen allerdings, auch wenn ich es grausam finde, aber ich verstehe so ein bisschen wieso, weil du willst ja keine Experimente an Menschen machen. Aber es gibt auf jeden Fall Petitionen, wo Leute sagen, die wollen keine Experimente an so. Aber das in der Schule finde ich halt wirklich unnötig. Weil wenn du jetzt irgendwelche Medikamente testen willst, gut, vielleicht opferst du lieber einen Frosch als ein Menschenleben. Aber, weiß nicht. Scheiße. Oh. Okay. Soll ich einfach rennen? Jetzt. Okay, nein! Das war's. Kann ich mich noch retten? Oh! Oh, das ist noch nie passiert. Lauf! Oh mein Gott! Was seht ihr? Digga! Nein! Ich bin tot, ja. Hä? Vielleicht jetzt? Nein, ich bin tot. Digga! Ich mach... Oh, wie ist das so gruselig? Ich kann nicht glauben, dass ich es immer noch gruselig finde. Das war aber auch, weil ich gerannt bin. Aus Versehen. Also, ja. Hey, man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Rollspiel, Leute. Was macht sie da eigentlich genau? Ach so, sie stellt einen Menschen zusammen, um zu zeigen, wie er funktioniert. Eigentlich keine schlechte Lehrerin, wenn man so drüber nachdenkt. Nur halt ihr Kals, der macht mir ein paar Probleme, so. Jetzt kann ich aber schaffen, oder? Bitte? Nein, ich bin tot. Oh, ich vergesse immer. Digga, man darf sich da ja gar nicht erwischen lassen. Also, das ist echt nicht so geil gerade. Sie ist eine hartnäckige Persönlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie in der Beziehung ist. Aber hey, man könnte eine Menge Sachen machen mit ihr. Also, theoretisch, wenn du mit dem Hals und so, ist schon crazy. Also, eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht ist das doch ganz schön eklig, aber... Ich meine, hey. Das ist schon crazy. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, was man dann machen könnte mit so einem langen Hals. Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du mich gar nicht gesehen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber ja, dieses Spiel, schon allein in der Schule bist du sehr, sehr lange. Siehst du das? Schon allein die Schule ist ein... Ja, hier werde ich vielleicht noch einmal sterben. Okay, das ist echt dumm, dass du da noch gestorben bist. Das ist echt dämlich. So. Oh, Digga. Ich habe irgendwie Brain AFK gehabt. Ich wusste nicht, wie man attackiert. So mit A aber, oder? Ja.
Oh, scheiße. Digga. Also, heute haben wir... Also, nee. Also, ich wusste es. Ich wusste es, wie hier einige Male komplett. Also... Okay, wisst ihr was? So... Nein, nein, nein! Okay. Mistvieh. Alter, die denken auch nur, weil die Kinder sind, dass ich irgendwie Ich hab kein Mitgefühl für Kinder, Digga. So, mir ist es egal, ob du ein Kind bist oder nicht. So, wenn du dich schlecht benimmst, dann gibt's halt auf die Schnauze. So ist es halt. Oh nein. Digga, das meine ich. Einmal verfehlen und du bist tot. So. Es ist halt manchmal nicht so einfach zu treffen. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid für die Leute, die sich so denken, ich bin so gut im Videospielen und was machst du jetzt hier? Digga! Also, sorry, aber ich habe das Gefühl, ich habe da wirklich keine Schuld. Okay, einen Versuch gebe ich dem noch. Oder auch nicht. Okay, jetzt aber, ich stelle mich hier hin. Okay. Ja, das wird ein schwieriger Ort sein, weil... Werdet ihr gleich sehen. Okay, let's go. Hallo. Oh, ich dachte, ich habe es nicht getroffen. Ich glaube, wenn die schreien, da kann man zuhauen, weil dann sind die Reichweite. Ich glaube, so war das. War hier nicht auch eine Falle oder so? Ah, genau. Alter, was ist dein Problem, Digga? Oh mein Gott. Muss ich alles wieder... Okay, ich spawne hier. Okay, ist okay. Das akzeptiere ich. Das, finde ich, ist auch ein guter Spawn. Okay, let's go. Konzentration. Wir machen das schon. Ihr habt doch Vertrauen, oder nicht? Oder etwa nicht? Ich hoffe, ihr habt Vertrauen in meine Videogame-Skills. Okay, einer kommt aus dem Schrank und der andere... Okay. Ja, ich glaube, man ist so fokussiert auf den. Nein, 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 ich habe verloren. Okay, Digga, das hast du dir auch verdient. Das hast du dir auch verdient, aber es hört nicht auf, glaube ich. Deswegen ist die Stelle ja so scheiße. Ich glaube, das war so, ne? Okay. Ich hasse diese Fallen hier, ne? Bin ich ganz ehrlich. Nein, noch zwei weitere. Digga! Okay. Und jetzt das Holz. Oh, okay, jetzt helfen wir ihm. Also er hat mir nicht immer nur geholfen, sondern ich helfe ihm auch mal, wie ihr sehen könnt. Aufwachen, mein kleiner Junge. Aufwachen, es ist Schulzeit. Wir melden dich heute in dieser Schule an. Oh, irgendwie cute. Irgendwie niedlich, muss ich schon sagen. Und wir sind wieder Feind. Und er speichert. Okay, es war wirklich schön hier, aber wir gehen jetzt mal weiter. Denn auf diese Schule habe ich echt keinen Bock mehr. Warte mal, war es das schon? Nee, das war es noch nicht. Pass auf. Okay, wir wollen nicht, dass jemand jetzt schon stirbt. Das war ein bisschen dämlich. Ja. Schon allein, dass so die Musik und sowas aufhört, da weißt du, gleich geht die Post ab. Wie ging das nochmal? Ah. Okay. Ja, wenn du weißt, wenn du in den Raum kommst und die Musik hört auf, gleich geht die Party ab. Ah, jetzt erinnere ich mich, okay. Ich dachte am Anfang, dieses Klavier muss man benutzen, um hochzugehen. Nope, damit geht's runter, oder? Nochmal? Ach so, Was tust du da? Sind nicht verwirrt. Hä? Ach so. Okay. Das hab ich vergessen. Seht ihr, was meine ich? So. Okay, kann ich. Ich will auch hier drauf klettern. Und? Boing. 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 Let's go. Let's go, Six. Du bist mein Bruder, Six. Okay. Ich brauche deine Hilfe.
Hilf mir, hilf mir. Das ist halt das Ding, deswegen ist das Ende so tragisch. Oh, scheiße. Oh nein, was mach ich denn da? Nein! 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 Hä? Jetzt bin ich verwirrt, weil normalerweise sollte sie mich nicht sehen. Oder, warte mal. Ich glaube, sie ist normalerweise mit Essen beschäftigt, oder? Woran lag das denn jetzt? Hilf mir. Danke. Okay. Jetzt, langsam. Er muss jetzt Geräusche machen. Ja, nice. Nice, Digga, nice. Six ist einfach so intelligent. So. Bing! Nimm's nicht persönlich. Passiert auch dem Besten. Okay, let's go. Ich habe kein Problem damit, sie zu töten, auch wenn ich glaube, vielleicht sind da doch Menschenseelen dahinter und vielleicht sollte man sich doch überlegen, ob man sie töten will oder nicht. Aber ich mach's einfach, weil... Oh. Oh nein. Ist das irgendwie das Lederzimmer oder so? Oh, warte, das... Da, achtet mal drauf. Ich glaube, es wird jetzt... Ach ja, tut das nicht gut, wenn du so richtig schlechte Laune hast und dann einfach jemanden ermordest? Six ist ein gutes Beispiel. Oder jemand so in die Fresse polierst. Sehe ich oft in so Serien, wo jemand so richtig schlechte Laune hat. Und dann zur Abbringung schlägt er die Fresse von jemandem ein. Kann man machen. Wir sind ziemlich lange in der Schule übrigens. Sehr lang irgendwie. Ich meine, wir sind in der Schule fast so lang, wie Little Nightmares 1 gedauert hat. Fast. Also, vielleicht nicht. Ja, aber doch, schon. Wir sind schon ziemlich lang hier. Nicht ganz so lang, ich weiß. Aber ich sag ja nur. Also, vielleicht, ah. Soll ich dir helfen, oder bist du zu dumm? Hä? Ach so. Wieso habe ich das jetzt runtergeworfen? Ach, damit er hochklettern kann. Okay, gute Teamarbeit. Oh nein, ich habe ja gar keinen Bock. Das ist der krasseste Moment, einer der krassesten Momente. Oh Gott. Und zwar, sie spielt ihr dummes Klavier. Und solange sie das spielt, können wir hier lang gehen und Sachen machen. Aber sobald sie aufhört, müssen wir vorsichtig sein. Jetzt zum Beispiel. Sie lernt. Okay, cool, cool. Oh. Es ist schon neck. Schon. Ups. Okay. Es wird gespeichert, cool. Jetzt müssen wir das Ding nehmen. Oh Gott. Oh. Digga. Oh, das macht sogar voll die Geräusche. Aber sie hört das halt wirklich nicht, ne? Also hoffe ich zumindest. Ich glaube, der Schlüssel ist hier einfach, hab ein bisschen Geduld. Wenn du das schaffst, dann, wow, nicht schlecht. Cool, cool von dir. Aber jetzt geht die Party ab, Leute. Digga, das ist so gruselig. Kann man nicht einfach das Ding auf sie... Warte. Oh Gott, jetzt. Beeil dich, beeil dich. Lau, ich bin tot. Nein, ich bin tot, ja. Okay. Oh! Digga! Oh mein Gott! Das ist... Nein! Oh, ich bin tot! Oh! Ja, ich bin tot.
Oh, wow! Digga, ernsthaft? Oh, ich glaub's nicht. Okay, nochmal. Ich hab halt irgendwie, war ich stuck. Und ich hab kein Stiefbruder, der mir hilft, deswegen. So, let's go. Digga. Sie hat echt die Schnauze voll langsam mit uns, glaube ich. Okay, jetzt aber. Oh, schon wieder. Okay. Wie lange kann sie ihren Kopf eigentlich wirklich machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unendlich lange ist oder so. Aber ja, das war der Lehrer. Wir haben es jetzt quasi geschafft. Was cool ist, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das, Leute? Ich finde es aber auch ziemlich nice. Und es regnet. Und ich liebe ja, wenn es regnet, ne? Aber die Häuser sind hier echt merkwürdig, weil die sind so schräg irgendwie. Dafür gibt es ja auch eine Erklärung, da bin ich mir sicher. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich... Ach, das sieht aus, als gäbe es hier ein Erdbeben oder so. Ich meine, der ganze Boden ist aufgeteilt. Hm. Interessant. Ich genieße dort einfach nur den Regen. Ein bisschen ASMR, Leute. Ich glaube, das ist der... das ist das nächste... warte, wie mache ich... Achso, ja, ich weiß, wie das geht. Das war auch so eine Stelle, da war ich lange stuck. Schubsen, oder? Ja. Und zwar, ich frag mal, wer ASMR mag. Weil aber ASMR ist auch sowas, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Achso, jetzt noch da. Hä, oder? Ja, eigentlich. Eigentlich ist doch rechts, oder? Ich meine, ich hoffe. Würde mich interessieren, wie viel, was die Leute sagen dazu. Okay, es geht gar nicht. Okay, warte mal, was ist denn hier? Aber vielleicht kann man doch da einfach rüberspielen, das kann auch sein, ja. Ich mach mal einen Paul. Dann schauen wir mal nach. Oh, nice, es geht. Ja, das, da war ich lange stuck, weil ich wusste das nicht. Okay. Ich habe mir überlegt, wieder einen Discord aufzumachen. Weil ich weiß, Discord haben sehr, sehr viele Leute. Oh, hier ist wieder einer dieser Seelen. Okay. Wollen wir gar nicht so duschen? Wir sind ja schon... Oh. Oh mein Gott. Das ist ein krasser Moment, Leute. Vor allem, wenn man 1 gespielt hat. Und da fragt man sich natürlich, wieso spielt er dann im ersten Teil alleine? Wo ist Mono? Na? Das ist eine krasse... Seht ihr, das meine ich? Das ist so eine... Hier wird nicht nichts gesagt oder so, aber... Dieser Ort hat wirklich so richtig Effekt. Obwohl kein einziges Wort irgendwie, ne? Einfach dieser gelbe Mantel ist so cool. So freaking nice, man. Okay, hilf mal. Teamwork! Ich hasse Teamwork, ich bin kein guter Teamwork-Mensch. Das habe ich schon gemerkt, dass ich im Fußballverein war. Darüber mache ich noch ein Video auf meinem Vlog-Kanal. Über Fußball und mein Hass gegen Fußball oder eher meine Fußballverzweiflung. Alles, wo man irgendwie Teamwork macht, bin ich nicht gut mit. Ich mag es nicht, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Also bei fast gar nichts eigentlich. Also manchmal muss man's, aber nur dann. Ich schätze mal, daran muss ich arbeiten, Leute. Mehr Hoffnung in andere Menschen setzen. Ich sehe keine Hoffnung, sorry. Okay, ich glaube, das ist das erste Anzeichen, wo wir jetzt hingehen werden. Man sieht es an diesem Bett. Ich wusste es, glaube ich, schon, dass ich das erste Mal das gespielt habe, was es sein wird. Okay. Nice.
Ein Krankenhaus, meine Freunde. Krankenhäuser sind auch so crazy, irgendwie so. Manche Leute, die da so arbeiten, ich meine, ich respektiere das, weil jemand muss in Krankenhäusern arbeiten, ansonsten sterben wir. Aber ich finde einfach, schon wieder gerettet, oh mein Gott, die Anzahl, wie oft mich Six rettet, ist crazy. Einfach diese, also für mich sind, ich würde niemals im Krankenhaus arbeiten, das ist einfach für mich, ich kann nicht in der Stelle arbeiten, wo es immer nach um Tod geht, ich meine, so. Irgendwie ist das, ich meine, kann, wie gesagt, kann man machen, wenn man es eigentlich interessiert. Aber so, es riecht förmlich nach Tod in Krankenhäusern, weil da ja täglich Menschen sterben. Und ich meine nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich würde wahrscheinlich vieles andere bevorzugen. Aber Krankenhaus würde ich trotzdem noch besser finden als manche andere Sachen, aber es gibt ja viele Sachen, die ich besser finden würde als, ne? Okay, brauchen wir das, oder? Ich glaube, ich lasse mal lieber Sicherheitsbeutel mit. Ich habe das Gefühl, das müssen wir irgendwo benutzen. Hier sieht man nochmal, wie klein wir werden. Beziehungsweise, wie klein wir sind und wie groß wir werden. Weil man wird ja... Oh. Man wird ja sehr, sehr groß. Genau, sieh das? Oh Gott. Nice. Das ist dann nicht Teamwork. Six lernt dazu. Ich muss mir ein Beispiel an Six nehmen. Oh nee. Okay. Ja, das. Das Krankenhaus ist auch so eine Stelle, die ist halt ziemlich crazy. Nicht nur wegen dem Hauptgegner. Hallo? Ich drücke die ganze Zeit B und... Cool. Also das Krankenhaus ist schon sehr, sehr gruselig, Leute. Seht ihr, da ist das Schere. Scheren sind gruselig. Kannst du mir sagen, was du willst. So, für mich ist jemand, der ein Killer mit einer Schere ist, ein krasserer Killer als jemand, der ein Killer mit dem Messer ist. Wenn du... Also Schere, das ist ja... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso ich das schlimmer finde. Schere. Oder Schraubenzieher. Ist auch crazy. Wollte ich nur anmerken. Ich glaube, das ist wichtig. Ich bin ein Fan von Taschenlampen. Ich mag nur keine Batterien, deswegen... Ich hab eine Taschenlampe auf meinem Handy, das reicht mir. Oh, nice. Der zweite TV. Ich glaube, es gibt wie viel? 4, 5 oder so? Oder ich glaube 4. Ich weiß nicht genau. Aber ja. Übrigens, diese Kreaturen hier, ich wollte die mal erwähnen. Die sind ziemlich crazy. Okay. Boing. Nochmal. Nach links vielleicht diesmal. Nice. Und jetzt nach rechts nochmal. Nach unten, nach oben, nach oben. Okay. Und jedes Mal, wenn wir durch das TV, durch den TV gehen, da... Wir können hier sogar springen, wir können nach links, nach rechts, wir können sogar wegrennen. Kein Spaß. Aber jedes Mal, wenn wir das tun, kommen wir ein Tickchen näher zur Tür. Zieht mich Mono da, Six da raus? Six? Ziehst du mich aus dem TV? Darüber habe ich noch gar keine Gedanken gemacht. Okay. Jetzt wird es richtig crazy, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Okay, den Fahrstuhl müssen wir nehmen. Das weiß ich noch. Ja, ein paar Sachen kann ich mich hier... Ja, doch. Kann ich mich erinnern, an welchem Teddy das war? Ich glaube in dir, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber in dir... Irgendwo ist was drin, ne? Da müsste nämlich ein Schlüssel, glaube ich, drin sein. Okay.
Ach so, ja, 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 genau. Man nimmt das, man schaut nach. Da ist der Schlüssel drin, ne? Ziemlich ein einfaches Puzzle eigentlich. Da sieht man es ja auch an den Wänden. Wieso auch immer man einen Schlüssel im Teddy versteckt, aber... Dieser Teddy wird gleich sterben, das kann ich euch schon mal sagen. Ich bin kein Teddykiller, nur wenn man mich aufregt. Also regt mich nicht auf oder ich töte deine Teddys. Okay, Spaß, ich will nicht so weit gehen. Ich werde deine Teddys nicht töten, ich lasse sie am Leben, okay? Ich lasse sie am Leben. Außer den Teddy. Siehst du, was passiert? Habe ich gesagt, ich bin ein harter Typ. Wieso willst du... Was ist... Warte mal, das will ich jetzt checken. Was ist in dieser Ente drinne? Weil da war ja auch mal was drin, ne? Ich weiß nicht genau was. Lass mal sehen. Hä? Okay, das sind auf jeden Fall Hände und alles. Das ist cool. Ich glaube, das ist so ein ganz schneller Tod. Das dauert nicht lange, glaube ich. Obwohl... Nee, ich glaube, man wird dann taub. Ich glaube, wenn man so verbrennt, wird man taub. Dann spürt man das nicht mal mehr, weil das Gehirn, das sich denkt, das ist zu viel Schmerz und ja. Es tut bestimmt weh, oder mit heißem Öl. Tut bestimmt auch weh. Warte, wir haben einen Schlüssel. Ist das für rechts oder... Warte mal, was passiert an meinen Beinen. Meine Katze kuschelt wieder. Welche ist es diesmal? Ach, du bist es, Eevee. Meine Füße sind geschützt. Ich habe Socken an, ansonsten werden sie zerkratzt. Licht? Okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Kannst du das aufheben, oder? Digga. Daneben. Nee, oh. Was bringt das nochmal, wenn man die sammelt? Hab's ehrlich gesagt vergessen. Kann ich es nicht aufheben? Es ist weird. Ich dachte, ich kann da irgendwas gegen die Fensterscheibe werfen. Aber ich... Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt hässlich, Leute. Macht euch bereit. Das wird jetzt sehr hässlich. Ah, oh, Mann. Ich werde einfach mein Leben rennen, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Yep. Einfach laufen, einfach laufen. Das ist echt gruselig. Okay, ja, das ist echt... Das ist echt creepy. Ah, wie die sich bewegt. Oh Gott. Oh. No, ich bin tot. Das sind die kleinen Fehler. Ich bleib einfach irgendwo stuck und dann... Okay, cool. Nase juckt. Oh. Das ist natürlich gefährlich. Puh. Ja, dieses Ding zu töten ist auch irgendwie schwieriger als irgendwie der Bossgegner von Dark Souls oder so. Weil er so hat. Ich hab Dark Souls nicht gespielt. Nein, ich bin tot. Was tue ich hier nochmal? Ah. Eigentlich würde ich hier bleiben, oder? Gut, das wäre vielleicht auch blöd. Da ist die... Okay, erstmal krasser Bosskampf, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und... Oh, scheiße. Eins. Ich glaube, wir müssen es dreimal treffen. Und nochmal. Nochmal. Okay, nice. Digga. Oh. Haha. Dummes Ding. Also, was haben wir gelernt? Puppen leben in diesem Krankenhaus. Wer auch mal diese Puppen sammelt. Weiß ich noch nicht genau. Übrigens, ich habe ja gesagt, ich will ja eher volle Spiele hochladen, also keine Parts, sondern ganze Spiele. Und ich habe dann so eine Liste gemacht von Spielen, die ich spielen will. Und Little Nightmares 2 war einer der kurzen Spiele. Ich
Oh, warte mal. Wo ist jetzt... Leute? Achso, ich habe die Lampe nicht mitgenommen. Verstehe. Was sind das für Geräusche dort? Aber ja, Little Nightmares 2 ist einer der kurzen Spiele. Denn manche Spiele sind wirklich 11 Stunden lang und so. Was machst du da? Hä? Okay. Keine Ahnung, was er da macht gerade. Interessant, interessant, Six, interessant. Aber ich wollte kurz mal wählen, okay? So, manche Spiele sind halt echt crazy lang. Sogar Spider-Man wollte ich auch spielen, weil da ja das neue, der neue Teil nächsten Monat rauskommt. Und so weiter und so fort. Okay. Let's go. Jetzt müssen wir nach links, jetzt müssen wir hier die Batterie irgendwie holen. Was auch gestört sein wird. Okay, ja, ich sehe schon. Und dann haben wir zwei Batterien und dann können wir nach oben. Zu unserem nächsten Gegner. Oh, scheiße. Ja, ich sage euch, Leute, dass das Dinter-Abteil mag ich nicht, weil ich komme nicht so ganz mit dieser... Geht das mit der Maus besser? Ich kann ja auch mit der Maus spielen. Nee, ist auch nicht besser. Also, das Spiel wird ja auch mit Controller empfohlen. Also, ja, das ist ein bisschen komisch mit der... Weil das Ding ist, hier muss man halt wirklich das Licht verwenden. Oh mein Gott, ihr seht's da. Na los, komm her. Digga, kannst du mal ein bisschen näher... Okay. Wow. Ey, 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 ey. Digga, das meine... Genau das meine ich. Deswegen mag ich den Teil nicht, weil irgendwie... Das mit der Steuerung hier finde ich richtig scheiße. Und ich versuche das zu meistern, aber ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich vielleicht sogar... Ja, also nee, sorry, aber ich bin einfach gar kein Fan davon irgendwie. Es ist halt wirklich schlecht gemacht, was soll ich sagen? So, ich finde, dafür hätte man vielleicht eine bessere Lösung oder... Ich weiß nicht, ob man da hätte eine bessere Lösung finden können oder nicht. Man kann aber auch so machen auf jeden Fall, also... Okay. Okay, nice. Ja, aber da gibt es jetzt mehr, wie ihr sehen könnt. Die leben ja. Das ist so ein bisschen das Ding gerade. Okay, oh, wir müssen da lang. Also das ist halt das Ding. Ich muss auch meinen Controller so richtig komisch in der Hand halten. Ist ganz, ganz merkwürdig. Das kann ich euch nicht mal erklären. Das müsst ihr selbst sehen. Okay. Ja, also ich... Okay, lauf einfach. Oh, okay. Ich mag diesen Teil nicht. Und da bin ich auch ganz oft... Hier könnte es auch passieren, dass ich... Okay. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ja, ich hätte mich kurz umdrehen müssen, glaube ich. Ja, da, ich glaube, es gibt noch eine Stelle, die noch schlimmer ist als die hier. Alter, was ist hinter mir? Oh! Das ist wieder der eine Typ von Little Nightmares 1. Also wir fangen wieder hier an. Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, also vielleicht muss ich mich dann doch kurz umdrehen. Ja, das könnte sein. Das könnte aber... Ja, ja, doch, doch, doch. Ich glaube, wir haben eine Taktik rausgefunden, Leute. Oh mein Gott. No! Okay, jetzt aber. Nice. Ich glaube, ich habe ein bisschen die Taktik rausgefunden. Aber... Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen mehr rausgefunden. Mal gucken. Wir sehen es ja beim nächsten Mal, ob es klappen wird oder nicht. Dann sehen wir, ob meine neue Taktik funktioniert oder nicht. Auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, ich werde das Spiel vielleicht nie wieder spielen. Das wird das letzte Mal sein. Obwohl, das will ich nie sagen, weil... Ist das übrigens crazy. Das will ich aber nicht unbedingt sagen, weil...
Okay. Weil das sage ich immer. Ach du Kacke, ernsthaft. Also, ich habe eigentlich aufgepasst, aber okay, okay. Ich sag halt immer, das wird das letzte Mal sein, dann irgendwie doch nicht. Aber hier werde ich auf jeden Fall nicht zweimal spielen oder so. Also auf jeden Fall nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, danach habe ich auf jeden Fall erstmal genug Nightmares gespielt. Dann warten wir, bis der Nightmares 3 rauskommt und dann... können wir nochmal drüber reden. Digga, willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, wo spawn ich jetzt? Hier, geil. Okay, lauf, 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 lauf. Das Teil lebt auch. Ey, er guckt automatisch drauf. Hä? Interesting. Seht ihr, er guckt automatisch drauf. Können die klettern? Ich will es gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Oh nein. Ja, wahrscheinlich. Was ist los? Was ist los? Doch gar nichts passiert. Einerseits hast du recht, andererseits... Ah ja, warte. Was habe ich gesagt? Ich wollte sagen, einerseits hast du recht. Aber das habe ich auch beim ersten Mal spielen schon gesehen. Das ist nicht das krasseste. Vielleicht haben wir einen neuen Hut. Nicht das krasseste Versteck. Ah, oder sowas. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber... weiß nicht. Ich will es auch vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht will ich es wirklich nicht wissen. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, ich werde das einfach mal aktivieren jetzt. Licht an. Ach so. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube... Übrigens, dieser Typ mit den langen Armen, ich glaube, der war auch mal im Krankenhaus, weil... ich sehe die Leute im Krankenhaus, die hatten ja... die haben ja diese Bandagen um den Kopf. Und ich glaube, dass der auch schon mal hier war. Und anscheinend soll man den Jäger, den wir am Anfang geschossen haben, hier auch sehen. Das kann ich irgendwie nicht ziehen. Ich glaube, weil der Typ zu schwer ist. Ah. Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das wird crazy, sage ich euch schon mal. Das wird jetzt echt crazy. Okay. So. Oh Gott, das ist aber das Weirde. Ich weiß, was passiert, aber es ist trotzdem gruselig. Oder es erschreckt mich immerhin. Okay. Ich denke mir eigentlich mal so, man kann eigentlich Horrorspiele nicht zweimal spielen. Aber kann man schon. Nur die Jumpscare, es ist halt nie dasselbe beim zweiten Mal, ist halt einfach so. Also, dieselbe Erfahrung wie beim ersten Mal hast du einfach nicht. Okay, jetzt, das war die Stelle. Oh Gott. Okay. Okay. Mal gucken, ob meine Taktik klappt. Ja, sie scheint irgendwie zu funktionieren. Oh! Was? Beim ersten Mal, Digga? Crazy. Crazy, crazy, crazy. Okay. Das ist echt krass. Kann ich das bewegen oder? Nö. Okay, das ist ein Raum. Wenn du nicht artig warst, dann kommst du auf den Stuhl. Ich weiß nicht, was die Zeichnung da soll, aber okay. Ach so, aber nur den Stuhl. Eigentlich wäre es cool, wenn da noch so eine Person drin wäre irgendwie. Der dann so wackelt oder so, weil der Stuhl deaktiviert wird. Ist mir nur aufgefallen, aber... alles gut. Okay. Achso, hilfst du mir jetzt, oder... wie machen wir das jetzt? Digga, die Dinger machen immer noch... Geräusche. Ah! Auf dich kann ich mich verlassen, Six. Du bist meine beste Freundin.
Ich glaube, Mono war Junge, ne? Und Six war Mädchen, glaube ich. Ich glaube, so war das. Bin mir nicht mehr sicher. War Six ein Mädchen? Ich glaube, ja. Müsste eigentlich. Achso. Nimmt sie die Batterie jetzt mit, oder? Nice! Six, du bist einfach wunderschön. Was anderes kann man echt nicht sagen. Na los! Na los! Jetzt geht die Party ab, Leute. Das sage ich euch. Jetzt wird es nämlich richtig crazy. Ist ein krasser Gegner, aber nicht der schlimmste. Ich finde irgendwie Frauen einfach gruseliger als Männer. Weil das ein Mann jetzt sein wird. Aber das Coole ist die Art, wie er stirbt. Die meisten wissen bestimmt eh. Oder wie wir sterben. Die meisten wissen es eh, aber es gibt immer wieder ein paar Leute, die neu schauen und nichts von dem Spiel wissen. Und die wollen natürlich es selbst erfahren. Spaß. Okay. Boi. Ah. Oh nein. No. Oh, Digga. Oh nee. Digga. Ja, okay, man kann sie ja nicht einfach so töten. Ist schon ein bisschen nervig, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, weil das auch nicht nur eine Hand ist, sondern zwei. Und das gefällt mir nicht so ganz, okay. Okay, wir müssen sie erst... Ich muss mal gucken, wie die funktionieren überhaupt. Und zwar... Ah, ich glaube, man macht das, wenn sie... Ja, okay. Das habe ich ja der ersten... Das habe ich falsch gemacht. Man bewegt sich und dann wartet man, bis sie springt. Genau. Und jetzt... Ich achte mal auf... Die hier. Nein! Nein, sie ist tot. Jetzt haben wir nur eine. Beide die Six. Nice. Irgendwie, die erinnert mich ein bisschen an die Handlade von Wednesday. Nice. Puh, okay. Cool, cool. Gute Arbeit, ich. Ich würde mir selbst auf die Schulter klopfen. Okay, klopfen. Ja, ich mach's jetzt aber mal. Gut, gute Arbeit, ich. Gute Arbeit. Ich hab's verdient. Wir haben den härtesten Bossgegner im Spiel besiegt. Ja, das war auch so ein Mythos, dass er irgendwie kein Gesicht hat, der Typ. Sondern halt so aussieht. Jetzt geht's los. Das ist so das Intro. Wow. Ach, ich liebe das. Ich liebe das. Ist ein cooler Gegner. Wirklich, ich finde Frauen halt gruseliger als Männer. Ja, doch. Doch, meistens schon. Frauen sind ziemlich gruselig. Jetzt? Oder... Oh. Okay. Weint er? Ich gehe einfach mal durch. Weil so ich bei der Legion, das finde ich auch cool, dass wir manche Bossgegner, die wir töten, töten wir. Oh. Aber bei der Legion, die haben wir zum Beispiel nicht getötet. Und das heißt, sie könnte wieder zurückkommen, theoretisch. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie es tun wird. Oh nein. Heißt das Windeln? Was soll das überhaupt sein? Was hat er da? Das ist eine Kleidung, ne? Okay, sie hat gespeichert. Ja, okay, ich kann mich erinnern.
Eine Sache, die auch noch Spaß macht, ist Little Nightmares so Speedrun. Das macht eigentlich ziemlich Bock. Okay. Bisschen Geduld, bisschen Geduld. Geilt er sich darauf oder was ist das Ding? Ich glaube, er geilt sich darauf. Nein. No. Sieht er mich? Scheiße. Digga. Ich war zu ungeduldig, glaube ich. Okay, nochmal. Nee. Ja, genau, schon durch dahin. Ich bin ein bisschen zu ungeduldig gerade. Ich werde jetzt warten. Ist mir jetzt egal. Man muss halt warten, bis jetzt so einer dieser Typen ins Bett geht und dann ihn betatscht. Jetzt zum Beispiel. Gefällt dir, was du da siehst? Ja, er riecht daran. Okay. Okay, ich nehme jetzt aber das hier. Entspann dich. Langsam, langsam, langsam. Digga. Okay. Und wirf. Jetzt geht die Party ab. Jetzt geht die Party ab. Was? Oh, scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Nein! Oh mein Gott. Okay, wir spawnen aber hier. Ich war ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das kann man nicht überspringen, auch wenn man speedrunnt. Ich glaube, es geht nicht. Also wäre ich ehrlich, ich würde schon das Bett checken, oder? Weiß ich nicht. Ah. Also, das ist normal. Er bewegt sich quasi an dem Dach. Das ist so merkwürdig. Eigentlich cool, aber irgendwie auch nicht. Ist irgendwie eine Kombination aus beidem. Aber immerhin müssen wir nicht auf Six achten. Wenn Six irgendwas macht und gesehen wird, dann müssen wir uns nicht drum kümmern. Es ist so, als würde er gar nicht existieren. Finde ich gut. Okay, jetzt geht's aber ab. Oh. Oh. Schon krass, man sieht, wie er sich fortbewegt, wie seine Hände da durchsteckt. Und dann. Nix. Ist einfach cool, das zu sehen. Okay, hier wird er, glaube ich, nicht sein. Au. Wo das laut war. Okay, kann ich mich daran erinnern? Ich glaube, ja. Ich glaube, an ein paar Sachen kann ich mich erinnern hier. Genau. Ja, ja, ich kann mich jetzt erinnern. Und Six muss mich jetzt... Six, bitte. Will ich wissen, wie das da riecht? Ich bin ja so richtig schimmelempfindlich. Ich kann sowas einfach nicht leiden, Leute. So Schimmel und sowas, das ist einfach für mich zu eklig. Und dieser Ort ist quasi Schimmel. Also, das ist nicht mal... Also, du... Das ist Schimmel. Wenn du hier bist, wirst du krank, so. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Schon die Gedärme und so. Okay, wo müssen wir hier nochmal? Ach, da ist der Schlüssel. Bisschen umständlich, aber ist okay. Beim ersten Mal spielen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Wie spät ist es? Ach, das funktioniert doch bestimmt nicht mal, ne? 5 nach 5. Cool. Whoop. Aber ich kann mich gut erinnern. Aber ach so, alles gut. Alles cool. Aber mich hat das hier wirklich, wo er diesen großen Schlüssel eigentlich reinsteckt. Bestimmt in die Jackentasche, oder? Sieht man das? In die Hosentasche. Wow. Krass. Okay.
Mit diesem Schlüssel können wir hoffentlich entkommen. Aber ich finde, ich bin ganz ehrlich, die Lehren für mich ist, glaube ich, das Highlight. Obwohl, vielleicht auch der Schluss. Der Schluss, das erzähle ich jetzt nicht, was es ist, das wisst ihr bestimmt. Oder ein paar. Aber der Schluss ist auch ziemlich crazy. Also, der Schluss ist schon ziemlich krass. Hä? Achso! Digga! Ich sagte für eine Sekunde, ich bin Six. Das passiert mir leider öfter, dass ich manchmal denke, ich bin Six aus einem Grund. Ich kann da nicht hochklettern. Okay, let's go. Sehr gut. Das Spiel ist einfach tragisch, Leute, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde immer... Hallo? Digga. Soll ich meinen Hut ändern? Ich nehme mal den hier. Lacht er mich dort aus? Digga! Okay, Reset von Checkpoint, ja. Keine Ahnung, was da los ist, aber... Oh ne, okay, egal. Ja, das Ding ist, wenn ich den Hut anziehe, da können wir uns gar nicht... Ups, da können wir uns wahrscheinlich gar nicht unterscheiden, ne? Ich nehme aber wieder das. Das passt schon. Ist okay. Okay, hör auf, Six. Was auch immer du tust, mach es nicht nochmal. Ich mag Gelb irgendwie. Ich finde, Gelb ist eine coole Farbe. Vielleicht liegt es an der Sonne oder so. Hallo, mach nicht nochmal denselben Fehler, bitte. Gott. Seht ihr, das ist so die Ruhe vor dem Sturm. Wenn du weißt, du bist im Krankenhaus, wo man eigentlich sterben soll, wenn man dort ist. Also... Oh nein. Aber wenn es ist so ruhig, dann weißt du, gleich passiert was. Nein. Oh. Kann ich da mal lang gehen, oder? Ich glaube nicht. Oh, da oben. Ah, jetzt kann ich, ich kann mich erinnern, Leute. Ich kann mich erinnern. Oh. Wir warten kurz hier. Will ich jetzt mal die Hände waschen oder... Okay. Komm her. Hilf mir hoch. Genau, danke. Ich finde dich respektabel, Six. Und jetzt wird sehr interessant. Genau, anscheinend soll das, weil der Typ noch lebt, soll das der Jäger von Anfang sein. Könnte sein. Anscheinend. Aber ich... Ups. Digga. Aber wie gesagt, man weiß es nicht zu 100%. Aber es würde Sinn ergeben. Die Frage ist, töten wir ihn jetzt? Das weiß ich halt noch nicht. Was passiert, wenn ich das jetzt tue hier? Okay. Wir haben... Ja, wir töten ihn quasi. Crazy. Aber er will ihn anscheinend retten, oder nicht? Hä? Jetzt. Lauf. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nur so ein bisschen. Nur so ein Tickchen. Obwohl es ja vielleicht... Ich weiß gar nicht, muss man sich hier überhaupt beeilen? Die Frage habe ich mir schon immer gestellt, aber sicherheitshalber beeile ich mich hier. Ich glaube, man muss sich hier beeilen. Okay, nimm. Bei der Batterie, die steckt ja nicht in die Hosentasche. Wollte ich nochmal erwähnen. Okay, beeil dich. Okay. Ich will hier einfach nur raus gerade. Ich habe genug Krankenhäuser gesehen. Okay, beeil dich. Nein! Okay, alles gut, wir müssen laufen. Oh, hier bin ich auch ein paar Mal gestorben, weil der Parcours ist ganz schön crazy. Ein paar Fehler reichen schon. Ja. Und man ist tot. Digga, Six ist voll schnell.
Sex ist eine Rakete, Digga. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war blöd, glaube ich. Das war schlecht. Ich glaube, das hat mich eher langsam gemacht, leider. Einfach laufen. Digga. Manchmal vergesse ich, wie fett der eigentlich ist. Ich vergesse es einfach manchmal, okay? Was soll ich sagen? Okay, Six. Wir wissen intuitiv, was unser Plan ist. Okay, beeil dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird eh das Six. Ich mach das schon. Und er wärmt sich dann auf. Das ist auch so einer der Stellen, die so richtig dunkel sind. Weil er sich so drauf und aufwärmt und... Er mag es anscheinend. Damn. Ja, da hat man auch versucht, öfter reinzugucken. Aber... Aber, ja. Man hat nicht wirklich was gesehen. Wahrscheinlich ist es einfach nur Staub. Wie bei dem Teddybär. Und das läuft die ganze Zeit weiter. Das ist ja noch das Ding, ne? Dürft ihr nicht vergessen, das läuft die ganze Zeit weiter, weil... Es hört ja nicht auf. Okay, let's go. Ja, das war der Bosskampf. Eigentlich ziemlich cool. Ich würde sie auch befriedigen, wenn man sie tötet. Aber also ich überlege, wäre ich vielleicht ein bisschen traurig, wenn man sie tötet, was ich meine. Aber auch die Musik im Hintergrund deutet alles darauf hin. Übrigens, was mir jetzt einfällt, nachdem ich jemanden ermordet habe, fällt mir auf, Mario-Spiel kommt ja nächste Woche raus und ist nächsten Monat und Spider-Man kommt auch raus. Beide Spiele werden wir natürlich spielen, also ich weiß, ich bin größtenteils ein Horror-Kanal. Aber das ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass ich manchmal Ausnahmen mache, habe ich ja schon gesagt. Das Ding ist halt, genau, das wollte ich vorhin auch erwähnen, ich habe es so vergessen, zum Glück habe ich mich jetzt erinnert. Ich finde halt diese Horrorspiele so gut, weil, oder nicht nur Dramaspiele, Horrorspiele, Thrillerspiele, sowas halt. Oder gibt es überhaupt Thrillerspiele, keine Ahnung. Weil ich finde, das sind die besten Spiele, wo auch mal jemand stirbt, wo mal eine Tragödie passiert. So, wenn... Oh. Das ist dunkel. Crazy. Aber ich finde... Okay, diese Stelle wird jetzt crazy sein. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Hier gab es auch ein paar Stellen, wo ich immer stuck war. Aber so... Zum Beispiel manche Leute, die keine Horrorfilme schauen. Oder keine Dramafilme. Obwohl, Drama schauen viele, aber Horrorfilme schauen manche nicht. Oh. Digga. Da denke ich mir manchmal so... Überlegst dir. Du verpasst was. So, ich wollte letztens mit einer Person The Last of Us schauen. Ich schaue ja die Serie momentan, ich bin noch nicht fertig. Und die andere Person traut sich das nicht zu schauen, weil da halt Zombies sind. Und ich denke mir so, du verpasst was, finde ich. Weil... Es ist halt geil. So, weiß nicht. Deswegen Horrorspiele zum Beispiel. Die sind einfach cool, weil die Story ist auch oft besser. Bei glücklichen Filmen, was hast du da für eine Story? So, die ist lame. Ja genau, die sind süchtig nach dem TV. Ich glaube, die Sucht gibt es nicht mehr so oft, TV-Sucht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Six muss mir helfen, oder? Manchmal vergesse ich, dass er mir helfen kann. Oder hab's vergessen, jetzt erinnere ich mich mehr dran. Oh, wow. Ich glaube, die springen dann runter, wenn ihr TV nicht funktioniert. Ich glaube, die Menschheit wird hier irgendwie hypnotisiert oder so. Oh, das war ja, das war eine Stelle, da war ich öfter stuck. Oh Gott. Hm. Oh mein Gott. Ist aber echt merkwürdig. Aber hier war ich definitiv öfter mal stuck. Ich glaube, jetzt springen. War das so? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie so war das. Und hier müssen wir irgendwas holen und dann, ja, rüberspringen.
Parkour ist ja auch etwas Geiles, habe ich mal als Kind gemacht. Also jetzt kein klassisches Parkour oder so. Aber so auf Garagen klettern, so abrollen, sowas halt. Macht halt echt Spaß. Da hatte ich letztens auch eine Unterhaltung mit jemandem. Die Person wollte Parkour machen und ich dachte mir so, Parkour ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist nur für 16-Jährige so. Ich kann mir einen Erwachsenen, der Parkour macht, einfach nicht vorstellen, irgendwie, was ich meine. Genau, in diesem Raum war ich glaube gar nichts. Ah, das war so, wieder so ein richtig blödes Puzzle irgendwie. Ah. Ja, das war richtig ätzend. Ich habe ehrlich gesagt, oder war da doch irgendwas in dem Raum? Habe ich das schon rausgezogen? Ja, ne, oder? Da war doch was, okay. Ich verwechsel das vielleicht mit einem anderen Raum. Okay, wie war das jetzt? Das war wirklich tricky. Ah, ich weiß wie. So. Ja, pass auf. Und jetzt? Deswegen, sowas dauert halt aber auch lange. Das sind so nervige Puzzle, die wirklich lange. Six! Aggressiv von dir! Krass! Spaß. Manche Leute reden so, deswegen. Es gibt manche Bundes- oder Dörfer, wo manche Leute statt aggressiv sagen. Und irgendwie pisst mich das ein bisschen an, aber. Oh, da ist der Turm. Crazy. Dieser Turm hat eine. Ist es nicht so das Endziel der Turm? Ich glaube, es ist das Signal, was das der Turm ausgibt. Was alle hypnotisiert. Ich glaube, es liegt am Turm. Gott, ich freue mich schon so hart auf Little Nightmares 3, das könnt ihr gar nicht glauben. Okay, let's go. Let's go! Sehr gut. Oh, ich sehe schon, was wir machen werden. Kann ich diesmal treffen? Mal schauen. Ja, man merkt das schon. Ab dem Moment, ab dem ich abspringe, merke ich, ob es funktioniert oder nicht, weil der Sprung ist, fühlt sich aber anders an. Wenn... Also, man fliegt irgendwie weiter, das ist komisch. Six, mach mich nicht aggressiv, beeil dich mal. Okay. Gute Arbeit, gute Arbeit. Finde ich nice. Sehr, sehr nice. Und ich liebe es auch noch, dass es in Leibniz regnet. Wenn es hier nicht regnen würde, das wäre einfach dümmer irgendwie. Oder nicht dümmer, aber schlechter. Das Spiel wäre auf jeden Fall schlechter, wenn es nicht regnen würde, finde ich. Ich finde, das gibt einem noch so einen richtig geilen Vibe. Oh Gott. Ich meine, das ist auch quasi ein Bosskampf, oder? Oh nein. Oh nein. Achso. Bist du mir sicher, da muss man einfach drücken. Ja. Ja. Yep. Oh mein Gott. Das ist gar nicht cool. Wow. Oh, ich glaube, sanft gelandet. Oh nein, meine Taschenlampe. Kaki. Oh nein, Six. Ich helfe dir, mein Bruder, Schwester. Komm her. Das ist das Gute, wenn man dünn ist. Ach, haben wir da romantische Gefühle aufgebaut? Obwohl, ich glaube, Six kennt sowas nicht wie romantische Gefühle. Respektiere ich, ich auch nicht. Gut, weiter so, Six. Eiskalt, das ist der Weg. Zur Hölle mit Romanzen. Nee, ohne Scheiß, ich glaube, romantische Filme sind so das Schlimmste. Obwohl, also ich hasse romantische Filme, jetzt wird's übrigens crazy. So Liebesfilme und so, die hasse ich ja. Also extrem.
Das ist richtig cringe. Aber wenn Liebe dabei ist, finde ich das gut. Weil das ist dann halt ein bisschen dramatischer, wenn die eine Person stirbt und der war Liebe dabei. So, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine, oder? Oder nicht? Doch, ihr wisst, was ich meine. So, wisst ihr, die lieben sich so und dann stirbt jemand so. Irgendwie ist das dramatisch, also. Einfach cooler. Ah. Nice. Nach unten. Nochmal, diesmal dreimal anscheinend. Aber ja, das wollte ich nochmal erwähnen. Aber so, Bro, egal was für ein Liebesspiel. So wie Titanic als Beispiel. Weil gäbe es da keine Liebe, wäre Titanic kacke. So, also Liebe gehört schon dazu, finde ich. Aber halt nicht als so diese Schnulzige. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da kriege ich wirklich den Ekel. Widerlich. Aber manche mögen es. Können wir jetzt schon reinschauen? Ernsthaft? Bro, ich liebe auch die Farbe, ne? So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wer dieser Typ ist. Gute Frage, gute Frage. Dieser Typ ist ich. Genauso wie bei Six. Beim ersten Spiel, habe ich es ja auch schon gesagt. Lauf. Oh. Und er will den Cycle unterbrechen, glaube ich. Es ist so ein Zyklus, dass man irgendwie da gefangen wird. Und dann... Ich habe es noch nicht ganz... Ich habe es ein bisschen vergessen, aber ich glaube, man wird irgendwie gefangen. Und da landet man dann immer wieder, egal was passiert. Six zum Beispiel war die Frau. Und Six versteckt sich dort. Das verstehe ich zum Beispiel nicht so ganz. Oh mein Gott, das ist traurig irgendwie. Oh, scheiße. Ja. Das sehen wir auch, dass den Schatten, seht ihr das? Vielleicht sind die Schatten... Nee. Es war aber crazy, Leute. Es ist aber richtig crazy, ich kriege so wieder Gänsehaut. Bin ich ganz ehrlich. Einfach Gänsehaut, Leute, was soll ich sagen? Aber gut, ich glaube nicht, dass wir nochmal durch den TV müssen, oder? Vielleicht doch, okay. Oh. Manchmal wünschte ich mir, die Entwickler würden so Videos machen von der Wahrheit. So, es gibt immer Leute, die immer Theorie-Videos machen. Aber ich wünschte manchmal so, die Entwickler würden das so mal machen, was ich meine? So einfach sagen, was hier los ist und so. Weiß ich nicht. Ich sag ja nur, wie es ist. Okay, ich sag nur, wie es ist. Das war eigentlich ganz cool. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar TV-Puzzle. Ja. Ich glaube, ich gehe das hin. Falsche Richtung. Auf jeden Fall hängen die Leute anscheinend ihre Wäsche hier auf. Ich meine, die sind groß. Und vielleicht haben die da nicht so viel Angst vor dem Runterfallen. Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, diese Wäsche wird dafür immer hängen. Ich glaube nicht, dass jemand die früher oder später abholen wird. Oh, vielleicht wäre es auch cool, so ein Leitmess rauszubringen, wo man die Vorgeschichte sieht. Das wäre eigentlich geil, Leute. Das wäre richtig cool. Muss ich wirklich sagen. Okay.
Gutes Parcours, gutes Parcours. Ich meine, hätte er das nicht erwischt, dann würde er ganz tief fallen und da hatte ich keine Lust drauf. Ich will irgendwie sehen, wie es war, also bevor dem es normales Leben gab und wie es so wurde. Da hatte ich voll Bock drauf. Oh, ich dachte, ich bin tot. Okay, alles gut. Okay, das kenne ich auch noch. Die Fernbedienung wird wichtig sein. Soll das unsere neue Taschenlampe sein, ja. So, ich hoffe, ich kann mich auch an alles erinnern. Ich habe nämlich keine Lust, alles nochmal immer von vorne zu machen. Das muss ich, glaube ich, anbleiben, ne? Ja. Wenn das nicht anbleibt, dann haben wir die Arschkarte. Ach, warte. Kann ich da einen hohen Hut finden? So, ah, das ist cool. Ich werde ihn kurz mal zeigen. Aber, Kurz mal zeigen. Das wird so ein Polizistenhut. Aber ich glaube, ich werde... Ja, ist cool, ist cool. Aber ich glaube, ich finde das am besten einfach. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde so den Standardhut am besten. So. Und dieser russische Hut, den mag ich auch. Ich weiß nicht, ob aus Russland kommt, der Hut, aber... Ich verbinde ihn einfach damit. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich so ein bisschen. Ja, doch, ich erinnere mich. Eigentlich ziemlich einfach, aber... Okay, so muss es gut sein. Mach es an. Das ist das Ding, wenn man nämlich den anderen TV... Ich kann mich erinnern, ich war hier nämlich einmal stuck und konnte nicht mehr rauskommen. Wenn man den TV ausmacht... Was, geht das? Ja. Dann kommt man ja nicht mehr zurück. Aber... Ich weiß nicht genau, wie ich hier stuck war. Auf jeden Fall war ich wirklich so stuck, dass ich irgendwie nicht mehr rauskam. War eine ganz krasse Geschichte, Leute. Eine meiner schlimmsten Erfahrungen im Leben. Okay. Oh mein Gott, das sieht aus wie Spaß. Das macht bestimmt Spaß. Wow. Seht ihr, dafür sind Bügel wirklich gemacht. Oh nein, ich hier in diese. Ah, ich glaube, hier finden wir dieses dämliche Kackpuzzle. Okay, die ist eh süchtig, glaube ich. Ist okay. Ich glaube, die bewegt sich nicht, ja. Das ist, musst du gar keine Angst haben, so. Die Alte bewegt sich nicht. Hallo. Nice. Und jetzt? Das Ding ist, wir müssen das machen, weil wenn wir es nicht tun, dann... haben wir ein Problem. So, und jetzt überlegt sie kurz. Die haben so Gesichter wie die aus dem Krankenhaus. Ah. Ah. Ich weiß, was zu tun ist. Okay. Ist egal, ist ja vollkommen egal. Glaub mir. Da läuft aber auch doch nichts Geiles im TV, oder? Ich meine, ist ja nicht so, als wären da irgendwelche halbnackten Männer oder so. Also, weil sie eine Frau ist. Das meine ich. So, ich meine... Die schauen ins Nix. So. Aus. Warte mal. Schon ziemlich crazy. Und die Musik ist auch so gruselig im TV. So. Diese Kinderserien. Wir haben ja Mad the Adventurer gespielt auf dem Kanal. Und das war ziemlich crazy. Das kann ich euch sagen. Aber die Häuser sehen so cool aus irgendwie. Die haben irgendwie zu kleine Fenster, oder? Weil die Leute ja so groß sind. Immer wenn ich das spiele, bekomme ich irgendwie Bock, das zu speedrun, Leute. Ich finde Speedrun ja richtig cool. Sag ich euch. Oh. Ich weiß nicht genau, wieso sie das tun. Aber es ist krass. Springt jeder? Ich glaube ja, ne? Ja, jeder springt. Okay. Ist das jetzt die Stelle, die jetzt kommt, die ich so gar nicht leiden kann?
Oh mein Gott. Ja, vielleicht solltest du das nicht einfach so nutzen. Da stimme ich hundertprozentig zu. Aber das habe ich leider vergessen. Oh, die Zigarette ist doch an, was? Man muss mal so kleine Details achten. Eine Zigarette bleibt ja nicht lange an eigentlich, oder? Ich glaube, hier hat die eine Person gelebt, die... Und vielleicht hatte sie keine Fernbedienung und ist dann deswegen rausgegangen. Und irgendwie so eine Art. Was ich meine? Na, guck mal, die Zigarette ist noch an. Das heißt, er war vor kurzem hier. Vor sogar ein paar Minuten. Theoretisch, wenn du so drüber nachdenkst. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich mag die Stelle nicht. Ich mag die Stelle gar nicht. Ja, ich hasse die Stelle. Ganz genau deswegen. Genau deswegen. Und die Geräusche, wie gesagt, die erinnern mich vor an The Last of Us Clicker. Bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Ah, das war die Stelle. Oh je. Yeah. Ist eigentlich eine coole Gegend, aber dieses Puzzle hier. Achso. Stell dir vor, hier sind wir stuck und dann können wir nicht mehr nach oben. Hier gab es auch ein paar Mysterien. Und zwar, wenn man. Wie war das denn? Kann ich den Koffer nehmen oder so? War das so? Oh. Ja. Genau, und zwar. Hier ist ein Paket drin. Das hat nichts jetzt mit dem. Also so kommen wir nicht weiter, glaube ich, aber. Wir können das nehmen. Hallo? Digga? Okay, cool. Und dann. Zieh das mal rein. Wie geht das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Vielleicht muss ich das reinwerfen oder so? Ich glaube, das ist wichtig. Das brauchen wir. Ich werfe mal. Kann ich reinwerfen? Hä? Irgendwie dann nimmt das jemand auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. So, brauchen wir das? Ja, brauchen wir. Oder vielleicht... Ich will es mal testen jetzt. Ich glaube, da kommt wirklich eine Hand raus. Aber ich bin mir halt nicht sicher gerade. Okay, wir können es nicht weiter schieben. Naja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder war das so? Ich weiß halt nicht mehr, wie das ging, leider. Das klingt wie so eine Kindershow oder so. Okay, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, es war auch irgendwas mit, wir springen aufs Dach und dann springen wir durch einer dieser Löcher ab. Ja. Ich muss einmal failen wahrscheinlich, dann sehe ich es. Ich hasse dieses Puzzle. Ich glaube, das ist leider mein Hasspuzzle in dem Spiel. Okay. Wie war das jetzt nochmal? Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Ja. Nee, wir gehen nach oben. Man muss aktivieren, durch den TV gehen. Ja, okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier muss man raus. Ja. Okay. Lass mich kurz mal überlegen. So, wir machen das jetzt... Ich bin verwirrt. Ah, nee, doch nicht. Das war schon richtig, glaube ich. Okay, pass auf. Geh nochmal nach unten. Genau. Und dann müssen wir auf dem Dach landen und dann können wir hier durch. Ist ein bisschen tricky, aber... wenn du Big Brain bist, dann kriegst du es hin. Und dann, man muss auch schnell sein. Also ich glaube, das ist das nervigste Puzzle im Spiel, Alter. Warte, achso, nee, das war die Gegend, wo wir herkamen. Wir gehen jetzt hier durch. Jetzt springen wir. Und jetzt? Hat ja super funktioniert. Aber ja, so geht es auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, man muss halt so richtig schnell laufen und sofort dann dahin.
Also man muss aber ganz schnell sein. Okay, machen wir das Level nochmal. Und jetzt beeilen wir uns extrem, okay? Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wir dürfen keine Fehler machen. Ohne nachdenken. Digga! Das pisst mich gerade ein bisschen an, ne? Bin ich ganz ehrlich, Leute. Ah, nee. So. Jetzt hier hin. Genau andersrum. Ah. Das war der Struggle hier. Ja, ja, ja. Oh, scheiße. Und anscheinend gab es ja auch Kinder, weil wir sehen ganz, ganz viele Spielzeuge. Aber so hat das funktioniert. Okay, das ist ein gruseliges Spielzeug. Puppen, also, habe ich noch nie verstanden. Außer Barbie vielleicht. Barbie verstehe ich so ein bisschen. So ein bisschen nur. Oh yeah. Das war knapp. Okay. Ja, nee, es gibt hier einige Puzzle, die ganz, ganz tragisch sind, Leute. Okay. So, ausmachen. Springen. Ich glaube, so war das aber, oder? Genau so und nicht anders. Ich probiere es nochmal. Spring. Ja. Wow. Und der Strom ist aus. Cool. Cool. Und der TV ist auch kaputt. Okay, das ist witzig. Ja gut, also... Sie würde eh springen. Und das sind auch Zigaretten. Ich habe das Gefühl, jeder, der eine dunkle Seele hat, raucht. Aber nicht nur eine dunkle Seele, sondern auch eine dunkle Lunge. Die Lunge ist auf jeden Fall das Dunkelste am Rauchen, glaube ich. Ach, scheiße. Auch an der Stelle, wo ich immer stuck war. Digga. Bitte. Oh, nein. Hier auch, ja. Hier, dieser Ort ist so der Schlimmste, glaube ich. Pisst mich ein bisschen an, ehrlich gesagt. Okay, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall unseren Bruder Einkaufswagen nehmen. Ich feiere ja Einkaufswagen, ne? Auch wenn ich finde, irgendwie Einkaufswagen sind so ein bisschen 2004. Ich finde, es dürfte keinen Einkaufswagen mehr geben, sondern irgendwie was Moderneres. Versteht ihr, was ich meine? So, ich weiß auch nicht, so vielleicht Einkaufswagen, die ein bisschen anders aussehen? So wie bei Autos. Autos verändern sich ja auch. Einkaufswagen sind voll oldschool, wenn ich so drüber nachdenke. Ich mag sie, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie auch nicht mehr so ganz. Ich benutze ja keine Einkaufswagen, ich meine nur. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass alles die Einkaufswagen doch für lame Leute sind. Oder nicht für die Leute, aber würde ich Supermarktshop aufmachen, würde ich coole Einkaufswagen einführen. Ich meine so... Einfach was Cooles. Was suche ich hier eigentlich genau? Ich weiß, dass hier irgendwas ist. Oder? Oder vielleicht auch nicht, okay. Vielleicht der Ball? Ich dachte mir, ich muss irgendwas hier nehmen, aber... So. Das macht jetzt zwar den Strom aus. Problem ist allerdings... dass der TV jetzt auch raus ist. Und der TV muss an sein. Ah! Ich hab's, ich hab's. Ich kann mich jetzt erinnern, ja. Jetzt kann ich mich erinnern. Wir machen den Strom aus, damit wir den Einkaufswagen bewegen können. Crazy, dass die eigentlich auch Einkaufswagen haben, ne? Eigentlich ist ziemlich krass. Also ich meine... Denkt ihr, die haben so in anderen Universen Einkaufswagen, Autos? Vielleicht Autos. Eigentlich müsste ich Alienwissenschaftler werden, Leute, bin ich ganz ehrlich. Also, ich will nicht lügen oder so, aber vielleicht bin ich doch im falschen Beruf. Mich interessieren Aliens einfach zu sehr. Bin ich ganz realistisch für euch. Genau, jetzt habe ich schon wieder angemacht, jetzt müssen wir hier lang. Das war, ich glaube, das Problem. Genau, genau. Aber jetzt...
Oh. Okay, let's go. Let's go. Ging schneller als gedacht. Okay. Ja, hier war ich auch stuck. Oh, Digga. Digga. Ich wollte etwas sagen. Aber ich glaube, ich tue es lieber doch nicht. Das wäre nämlich ein bisschen falsch. So. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Oh mein Gott, jetzt kann ich glauben, dass ich hier stuck war. Ernsthaft, Digga? Ich war hier stuck? Das ist crazy. Ich weiß nicht, wie ich hier stuck war. Guck mal, einfach den TV anmachen und durch. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich war hier Ewigkeiten stuck. Oh, scheiße. Ja, das ist auch für mich hier, das ist Bossgegner. Auch hier lang. Als Gruppenbossgegner. Ah, das sind TVs, guck mal. Digga. Nicht jetzt. Ich habe jetzt mir den... diesen Bericht eingespeichert. Und schau mal, wann das liegt. Ob das jetzt an meinem PC liegt oder... Weiß nicht genau. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Bin ich ganz ehrlich, aber so ist es halt. So ist das halt. Nein, geh da durch. Bin tot. Okay, vielleicht auch nicht. Boah. Ich meine, die haben eigentlich... Ah, ne, sind die TVs kaputt gegangen oder haben die noch TVs? Wenn nicht, dann war es das für die. Aber ja, um so beeinflusst zu werden, muss man auch echt unbewusster Mensch sein. So, du kannst auch nicht irgendwie manipuliert werden, wenn man bewusst ist, was ich meine. Oh. Ich helfe. Deswegen sage ich immer, jeder sollte meditieren. Um nicht so ein Freak zu werden wie die Lappen. Ich bin stuck. Ich bin, ja, das war's. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Scheiße. Digga. Oh. Ah. Seht ihr, das bin ich. Sieht man die Ähnlichkeit? Nein? Okay, ich sehe sie auch nicht, aber... Oh Gott. Es vibriert, es kitzelt. Oh! Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Oh. Scheiße, ich hasse das ja, ne? Ich glaube, er guckt da durch, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, er guckt da durch. Oh! Au! Digga. Der Typ ist... Cool eigentlich, dass ich mich teleportieren kann und so in der Zukunft. Eigentlich cool. Aber man hat ja auch gesehen, dass... Six am Ende von Little Nightmares 1 unnormal stark war. Er war ja ein Monster. Oh, scheiße. Oh, no. Das war ein Ort, wo ich einige Male gestorben bin. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Ja, genau deswegen. Weil das auch alles so in dämlicher Zeitlupe ist und das nervt. Das ist auch eine interessante Sache. Wieso ist das zeitlupenmäßig? Oh. Oh, wow. Ich dachte, ich bin tot. Puh. Okay, Züge feiere ich ja richtig, ne? Irgendwie überall, jedes Spiel, was Züge hat, ist irgendwie gut. Frag mich nicht. So, Uncharted, kennt ihr noch Uncharted 2 war das, glaube ich. Da gab es auch so Züge und das war richtig gut. Einfach geile Musik. Genau, hier war ich auch ein paar Mal stuck. Ich versuche mich auch zu erinnern, damit die Fehler nicht immer passieren. Weißt du, was ich meine? Oder...
Hast keinen Plan. Okay, let's go. Nicht stuck bleiben. Oh, jetzt laufe ich so ein bisschen in Zeitlupe. Oh mein Gott. Ach du Scheiß. Nein, ich bin tot. Ja, das war's. Oh. Ah, ja, krass. Ach du Kacke. Das war echt knapp. Okay. Spring! Oh mein Gott. Digga, muss ich das gerade verstehen oder was ist hier los? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Ah, ich bin nicht gelaufen, glaube ich. Ich glaube, ich bin nicht gelaufen, kann das sein? Mir kam es so langsam auch vor. Ja, ich bin nicht gelaufen, okay. Es gibt auch so ein richtig... Ah ja, genau, und hier muss man auch nicht so lange hängen. Okay, ich erzähle dich gleich, wenn wir das geschafft haben. Wir neigen uns langsam Ende des Spiels zu, übrigens. So, nach rechts oder links? Okay. Es gibt so ein Spiel, das nennt sich Catherine. Das ist so einer der besten Spiele, wenn es um die Vibes geht. So ein Anime-Game. Und ich feiere dieses Spiel so hart, ne? Ich mag auch Anime-Spiele. So, ich wollte eine Zeit lang mal Persona spielen. Allerdings dauert mir das ein bisschen zu lange, irgendwie. Oh, Six war hier. Oh mein Gott. Ja, wir nähern uns dem Ende. Krass. Hä? Digga, Six hier war lang spaziert als... Warte mal, er ist entkommen? Was denn, was ist mit Six nochmal los? Six? Jetzt bin ich verwirrt. Ist er dem Typen entkommen oder... Ich weiß es gerade nicht. Aber Six war hier schon mal und die Frage ist nur, wann? Ich bin verletzt übrigens. War das vor kurzem oder ist es länger her? Das ist der Nachteil an meiner Papiertüte. Wie hält sie eigentlich? Muss bestimmt aus Pappe sein oder so. Ist Pappe nicht eigentlich dickeres Papier oder was ist Pappe eigentlich? Falls jemand Pappe studiert hat, lass mich wissen. Okay, jetzt wird es richtig cool. Jetzt kommt nämlich Ich gegen Ich mal wieder. Wie auch bei Teil 1. Ja, ich würde hundertprozentig sagen, dieser Teil ist besser als der erste Teil, ja. Die haben sich echt richtig gesteigert damit. Okay. Habe ich den Hut fallen lassen? Okay. Wow. Okay. Jetzt muss man den Stick dahin bewegen, wo... Was er, also wo er ihn bewegt. Das Ding ist das überhaupt ein Mensch? Er ist nach rechts, genau. So wie bei dem TV. Eigentlich ziemlich einfach. Aber bei Six war das ja so. Als er sein eigenes Ich erledigt hat, da wurde er super mächtig und hier wird das, glaube ich, auch passieren. Obwohl ich mir wahrscheinlich nicht so mächtig wäre wie Six, aber... Das ist so ein krasses Ende aber auch, ne? Noch einmal oder was?
Wow, hab gewonnen. Cool. Ja gut, aber Six hat sich auch selbst gegessen im ersten Teil. Er hat ja den Nacken gebissen. Und ich glaube irgendwie, der Typ wollte mir helfen. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Let's go. Digga. Guck, wie stark wir sind. Und wir sind beim Turm. So schnell geht's, Freunde. Oh. Okay, diese Stelle mag ich richtig, weil die sieht schwer aus, aber ist sie nicht. Glaube ich. Ich kann mich an die Puzzle noch erinnern. Hier war ich zwar auch stuck, aber ich habe irgendwann gelernt, was man hier tun muss. Leute, wir müssen das genießen. Das wird definitiv, ich glaube wirklich, dieses Mal wirklich mein letztes Mal sein, dass ich den Nightmare spiele. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich nochmal spielen werde. Ich mache es auch nur, weil Little Nightmares 3 rauskommt, sonst hätte ich die Teile nicht nochmal gespielt. Genau hier müssen wir. Komische Anziehungskraft, Erdanziehungs, also hier gibt es gar keine Anziehungskraft. Wir müssen immer der Musik folgen. Und je näher wir an die Tür gehen, desto lauter wird die Musik. Und ja. Ich glaube, ich schaue mir noch mal ein paar Theorie-Videos an. Weil im Endeffekt, solange eine Theorie nicht bestätigt ist von den Entwicklern, ist sie nie richtig. Ah, da, ah ja, okay. Gucken. Ja, ist richtig. Ich glaube, jetzt zurückrennen. Oder? Ich weiß das nicht. Ja, nice. Okay, immer schön hinhören. Hier. Was ist mit der Tür passiert? Oh, oh ja, ist richtig cool. Jetzt wird es richtig gruselig, weil... Nee, warte. Ich wollte gerade sagen, bei Six bekommt er gleich diese Form. Aber das ist ja, ich dachte gerade, das wäre Six, als wenn Six erwachsen ist. Aber so ist das ja gar nicht. Okay, dann mal hier lang. Nee. Ah. Also, hä? Ich bin verwirrt. Ach so. Okay. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern, das ist witzig. Hallo? Ich muss da durchgehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt geht's. Okay, verstehe. Aber ja, das ist ja gar nicht Six. Das heißt, merkwürdig. Jetzt bin ich verwirrt. Nice. Weil wir wissen ja, wie Six aussieht, wenn sie erwachsen ist. Eine hübsche Frau. Eigentlich wirklich hübsch, im Gegensatz zu den anderen Kreaturen. Okay. Oh nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Erstmal das hier. Also die Form von Six, die wir sehen werden, ist, weiß ich nicht. Nightmare Six, so würde ich sie nennen. Auf jeden Fall sehr gruselig. Hier? Ich weiß nicht, was die Tür ist, die... Warte, ich gehe mal hier hin. Okay, so der Sound ist nicht lauter. Ich dachte, die Tür wäre näher an uns dran, deswegen. Aber der Sound ist immer da, wo er ist. Ich weiß nur noch nicht, ob Mono ein Junge oder Mädchen ist. Habe ich eigentlich keine... Ich kann keine Hüte mehr nehmen. Das wusste ich gar nicht. Das ist interessant. Wieso eigentlich nicht? Aber ihr kennt ja alle die Musik, ne? Und jetzt? Oh!
Vielleicht ist das, wenn er ganz alt wird. Oh je. Yeah. Ups, was tue ich da? Muss ich mal rausgehen, oder? Kann ich mal rausgehen? Ich glaube nicht. Okay. Hey, gib her. Gib her. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nimm das. Okay, es geht doch. Digga. Mann, die Entwickler müssen echt... Also er... Wow. Warte mal. Er teilt es mit mir. Sie teilt es mit mir. Und was wir jetzt machen, wir müssen das, glaube ich, tun. Ich glaube nämlich, wir tun das trotzdem für sie, weil es hat irgendwas mit dieser Musikbox zu tun. Hm? Okay. Oh je, ich glaube, ich laufe lieber. Yep. Ich bin aber weg, ne? Ja, das ist... Ich glaube, das ist der crazyste Moment. What? Oh mein Gott. Okay. Oh. Oh, der Six hat Füße, krass. Wie viel? 10? 5, nicht schlecht. Respektiere ich. Oh Gott, Digga. Wie gruselig kann man sein, bitte? Aber ja, das wird dieses Ende sein, Leute. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Waren das 3 Stunden, oder? Ich glaube, es wären nicht ganz 3 Stunden. Wir werden es aber sehen. Okay. Ich glaube, ich kann mich erinnern. War das so? Ja. Man muss sie rufen und dann durch die Tür gehen und dann austricksen. So wie schlechte Freunde es halt nun mal tun. Immer schön austricksen, seine Freunde. Okay. Und dasselbe machen wir noch ein paar Mal, nur dass es ein bisschen heftiger wird. Ja. Wie war das jetzt nochmal? Nein. Oh. Okay, das habe ich mir verdient. Also eigentlich habe ich das wirklich verdient, weil, ne? Na, gute Freunde bin ich ja jetzt nicht, kann man ja so nicht sagen. Komm her. Hier ein bisschen näher ran. Jetzt hier. Geil. Scheiße. Tja, wie machen wir das jetzt? Das ist ein bisschen tricky. So. So. Jetzt warten wir. Und jetzt. Nein. Hä? Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ja, ja. Ich glaube, das Ding ist, wir müssen sie eher nach unten bringen. Ja. Das wird es sein. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf. Digga, das ist irgendwie tricky. Ah, sehr, sehr tricky, Leute.
Junge, hör mal auf, schusselig zu sein. Digga, leg doch die scheiß Axt ab. Wer legt sie jetzt ab? Das ist irgendwie... Verstehe ich das nicht wirklich mit der Axt. Er legt sie nicht immer ab, wenn ich sage ablegen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Okay. Jetzt nach hier. Nein, 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 nein. Digga. Oh mein Gott. Entspann dich mal, okay? Was, wie mache ich das? Oh mein Gott. Okay. Nein. Und jetzt, warte mal. Oh mein Gott. Wo ist die Axt? Da. Das bedeutet... Scheiße. Ist sie an der falschen Stelle? Ich glaube, die Axt ist an der falschen Stelle. Ja. Das ist sie. Nimm's nochmal. Ja, das musst du sein. Beeil dich. Hä? Digga? Wieso ist das so gruselig? Das reicht nicht. Digga! Jetzt. Okay. Also das geht eigentlich ganz einfach. Ganz einfach eigentlich. Aber... Passiert, passiert. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt... Ich meine, mir tut halt Six irgendwie eher leid. Weil sie so aussieht, als würde sie halt enorm leiden. Und für mich ist das eher so, sie tut mir irgendwie mehr leid, als dass ich das irgendwie, ne? Nochmal? Ach du Scheiße. Also wenn ich hier durchgehe, wo komme ich dann hin? Ha. Okay, wahrscheinlich... Nee. Das funktioniert nicht, okay. Ich glaube, ich kann... Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Digga, schon wieder. Ey, willst du mich verarschen? Das ist eigentlich... Eigentlich immer... Okay, lauf. Kommt sie jetzt hierher oder? Okay, ich habe eine Idee. So. Hier. Genau. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ist das Six? Oh. Nehmen wir das. Ich habe das Gefühl, wollen wir, was ist unser Ziel? Wollen wir ihr einen Gefallen tun oder was ist das Ding? Sie tut mir voll leid, nämlich. Die Box ist kaputt. Oh. Sie wird kleiner. Sie ist wieder normal. Also ich glaube, wir haben ja schon einen Gefallen damit getan. Aber... weiß ich nicht. Irgendwie... glaube ich, sie mag uns jetzt nicht mehr so sehr. Man könnte denken, sie ist uns dankbar, aber... Scheiße. Das glaube ich irgendwie nicht. Digga, das ist aber so widerlich, ne, dieser Ort.
Sowas dürfte gar nicht existieren. Das ist wirklich eklig. Bin ich ganz realistisch. Oh. Oh, nice. Komm schon. Ich bin auch gar nicht so weit entfernt von ihr. Aber sie hat mich jetzt schon ignoriert und mir nicht geholfen. Oh je. Oh je, Leute. Da ist das Ende, da kommt man raus. Oh mein Gott. Und jetzt? Digga, das Spiel ist so krass einfach. Tja. So endet es. Ist aber einer der crazysten Enden in ganz Little Nightmares, bin ich ganz ehrlich. So, ich glaube, schlimmer geht's nicht mehr. Bin mir nicht sicher, ob es krasser geht, aber es war einer der krassesten Enden, die es so. Die es so gibt. Oh. Puh. Aber ja, so wiederholt sich der Kreis. Denn dieser TV, diese Tür, als wir durch den TV gegangen sind, einmal haben wir auch dieses komische Zeug gesehen. Weiß nicht, was ich erinnern kann. Nachdem Six entführt wurde, glaube ich, war das. Und ja, wir sitzen jetzt hier und das für die Ewigkeit. Bis jemand die Matrix durchbricht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es hat auch so, das dachte ich mir schon immer, und zwar, ich dachte mir so, dass es eine spirituelle Bedeutung hat. Die meisten Sachen, Animes, Spiele, die meisten Animes tatsächlich, haben eine spirituelle Bedeutung. Weil sie aus Japan kommen und da gibt es viel Spiritualität. Ich gehe mal aus deswegen. Davon aus deswegen. Ich weiß nicht, von wo die Entwickler hier sind, aber. Ja, jetzt sitzen wir hier. Und dasselbe ist aber nicht mit Six passiert. Ist das schon mal aufgefallen? Bei Little Mess 1, was ja danach spielt, da hat Six. Six könnte die erste Person sein, die den Cycle durchbricht. Wow. Deswegen tragen wir wahrscheinlich auch keinen Hut, weil dann sehen wir das halt. Und mit einem Hut würden wir das nicht sehen. Macht eigentlich auch Sinn. Wir werden immer älter. Ich frage mich, wie alt wir werden können hier in der Welt. Damn. Sieht mir ein bisschen was vom Gesicht, oder? Ich glaube nicht. Aber ja, das, und da. Hä? Ich weiß nicht genau, von wo jetzt der Hut kam, ehrlich gesagt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe ja, lass mich kurz sehen. Okay, cool. Video, 42 Leute haben für Video abgestimmt, 51%. Und 40% haben, 49% haben für live. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, jeder will live sehen. Aber die Mehrheit will Videos sehen. Finde ich gut. Auch wenn ich mal überlegt habe, einen Livestream zu machen. Aber ich finde Videos auch besser, aber live ist es in dem Moment, wo man es aufnimmt, cooler. Im Nachhinein ist aber Videos besser, weil
Man kann als Video, wenn man als Video kann man sich das immer gut anschauen und als Live finde ich immer den Moment dann besser, weil das halt live ist. Wenn ihr versteht, was ich meine oder auch nicht. Aber ja, das ist die Tür. Und das ist auch das Ende des Spiels. Aber ich glaube, wir werden noch was Kleines sehen. Oder? Oder liege ich falsch? Ja, da gab es doch noch was, oder nicht? Ja, ich bin ziemlich sicher, danach gibt es noch was. Deswegen werden wir... Kann ich das schneller machen? Wie habe ich es gemacht? Hallo? Ah. Ja. Einer der besten Spiele auf jeden Fall. Was soll ich dazu sagen, Leute? Sehen wir nochmal hier, wer das Spiel gemacht hat? Oder mich interessiert mal, von wo das kommt. Weil ich glaube, die meinen damit so den Circle, den man durchbrechen muss. Tobias, ja, das klingt alles sehr deutsch. Und Robert, Ethan. Klingt alles sehr, ja. Ich glaube, das ist nicht aus einem japanischen Studio. Diese Namen sind mir zu amerikanisch. Sonst würden wir mehr japanische Namen. Jimmy, ja, Digga, also. Kok Cheng Yong, hey, wer weiß. Oh, Naito, warte. Ich habe doch ein paar japanische Namen gesehen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bro, wie kommt man nur auf so eine Musik, Alter? Wer... Welche dunkle Seele hat die produziert? Und mit was ist das überhaupt gemacht? Ist das Klavier? Ist das... was ist das? So Gitarre? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, das ist einfach Computermusik. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber okay, ich glaube... Ich glaube jetzt wirklich, da müsste noch was sein, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, das wurde von Tarsier gemacht. Independent Game Studio in Schweden. Ah. Okay. Interessant, interessant. Cool, cool. Ich habe von denen noch nie gehört. Ich glaube, das war so der erste Hit, was sie rausgebracht haben, Little Nightmares. Weil... Du, sie hat noch ein paar andere. Little Big Planet auf der Vita? Little Big Planet auf der PlayStation Vita? Hä? Ich dachte, da kommt noch was. Willst du mich verarschen, Digga? Okay, anscheinend nicht. Ich hätte schwören können. Ah, okay. Chapter Selection. Hier kann man alle Chapters sehen. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Ach so, viel... Mützen wir gesammelt haben. Okay, ich sehe schon. Na gut. Auf jeden Fall war eigentlich am Ende das... was passiert, wenn ich Resume Game mache? Ich will es so sehen. Oder sind wir dann wieder... Ah, wir sind dann wieder hier, ne? Oder? Ja, ist dasselbe wieder. Krass. Okay. Na gut, das war's für Little Nightmares 2. Lasst nach oben da, abonniert, kommentiert für den Algorithmus und bis zum nächsten Video wieder. Bye!